Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Europa in Bewegung, Hessen mittendrin und zur Veranstaltung zur europäischen Asyl- und Migrationspolitik, eine Einigung auf Kosten von Menschenrechten hier in Marburg. Es ist schön, dass so viele Leute es hierher geschafft haben, das trotz Osterferien. Und zuerst mal herzlich willkommen an euch, aber auch herzlich willkommen an die Panelistinnen heute. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich würde zuallererst an unseren Veranstalter übergeben, dass der Arif. Arif ist Programmleiter von Wirtschaft und Handel der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Regionalbüro Europäische Union in Brüssel. Deswegen ist er heute per Zoom zu uns geschaltet. Und dann überlasse ich erstmal dir das Wort, Arif. So. Ja, das Ganze nochmal herzlich willkommen an die Panelistin. Herzlich willkommen, Desiree, und Dankeschön, dass du mir die Möglichkeit ergibst, die Stiftung etwas vorzustellen. Herzlich willkommen auch an die Gäste vor Ort. Vielen dürfte klar sein, wofür die Stiftung steht, was die Stiftung macht. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, dass wir tatsächlich auch im Ausland vertreten sind. Brüssel möchte ich jetzt nicht unbedingt als Ausland bezeichnen, aber wir haben tatsächlich auch in Afrika, in Lateinamerika, in USA, Asien haben wir tatsächlich Büros. Und daraus ergibt sich natürlich auch oftmals eine Zusammenarbeit mit den Landesverbänden der Stiftung. Und das ist heute auch so eine Zusammenarbeit, die hier stattfindet. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Wir haben tolle Gäste heute bei uns. Wir werden uns tatsächlich über die Asyl- und Migrationspolitik hier damit auseinandersetzen, aber auch nächste Woche am Montag in Offenbach. Insofern haben wir in dieser Veranstaltungsrunde noch einiges zu tun. Desi, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du da im Einsatz bist, dass du voll im Einsatz bist. Auch nächste Woche wirst du hier auf dem Podium sitzen und dann auch am 12.04. In Witzenhausen. Genau, also nochmal herzlich willkommen und Dankeschön, dass ihr alle da seid, und ich wünsche uns eine unterhaltsame, aber auch zielgerichtete, politische, aufschlussreiche Arbeit heute. Dankeschön. Ja, vielleicht, Arif, du bist ja nicht im Raum. Wir haben euch über eine Box hier angeschlossen. Die Box ist ein bisschen leise. Wir tun, was wir können. Soll ich erstmal weitermachen, Maurice? Okay, ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich möchte mich zuerst mal vorstellen. Ich bin Desiree Becker. Ich freue mich, heute Abend hier moderieren zu dürfen. Ich war selbst bei der Seenotrettung im Mittelmeer und ich bin Mitglied der Nichtregierungsorganisation CI. Das ist abgekürzt NAO. Viele kennen das auch als NGO, also wenn das heute Abend mal vorkommt, das ist das Gleiche, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Und diese Erfahrungen waren wohl prägend und mitverantwortlich für meine diesjährige Kandidatur für die Linke zur Europawahl. Ich habe meine Staatsexamensarbeit zum Thema Flucht über das Mittelmeer und die Akteure und Konflikte geschrieben. Und ich freue mich jetzt erstmal, unser durch und durch weibliches Panel heute vorzustellen. Und zwar haben wir online zugeschaltet Clara Bünger. Clara ist Abgeordnete im Bundestag für die Linke, ist Expertin für Flucht- und Rechtspolitik, Juristin und Mitbegründerin der Nichtregierungsorganisation Equal Rights Beyond Borders, eine griechisch-deutsche Nichtregierungsorganisation, die sich für die Rechte von Schutzsuchenden und deren Familien einsetzt. Es gibt auch einen Instagram-Account, dem ihr gerne folgen könnt. Dann haben wir hier vor Ort Sandra Hamami. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Dozentin an der Justus-Liebig-Universität. Sie hat, glaube ich, in ihrem Leben schon tausende Geflüchtete auf dem Mittelmeer gerettet und war auf verschiedenen Booten von Seenotrettungsorganisationen wie Sea-Watch oder auch Open Arms unterwegs. Und ich freue mich richtig, dass du heute hier bei uns bist.
Und dann, last but not least, Nathalie Maurer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Co-Koordinatorin der Refugee Law Clinic in Gießen. Sie ist seit 2019 ehrenamtliche Rechtsberaterin. Vielleicht kannst du auch gleich noch mal kurz was zur Refugee Law Clinic sagen. Und Doktorandin im europäischen Migrationsrecht. Heute ist sie nicht in ihrer Funktion der Refugee Law Clinic hier, sondern bringt ihre Perspektive als Wissenschaftlerin und Rechtsberaterin hier mit ein. Auch schön, dass du da bist. Genau, also Arif hat es schon gesagt, wir sprechen heute über die Geflüchtetenpolitik der Europäischen Union und was das gemeinsame europäische Asylsystem, abgekürzt GEAS, jetzt bedeutet und was sich da verändern wird, vielleicht auch bisher schon verändert hat. Wir werden erstmal mit drei Fragen einfach mal einsteigen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, wie momentan praktisch die Flucht über das Mittelmeer und das Ankommen in Deutschland aussieht. Und dann gehen wir in drei Fragerunden und am Ende dürft auch ihr gerne noch Fragen stellen. Und ich würde einfach mal starten mit Sandra, die ja auch vor kurzem noch bei der Seenotrettung war. Und vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, wie es ist, die Flucht über das Meer, wenn man vor Krieg und Verfolgung flüchtet. Ja, vielen Dank für die Einladung, Desi. Ja, wie ist das, wenn man vor Krieg und Verfolgung flüchtet? Die Flucht übers Mittelmeer ist tödlich. Das wissen die Geflüchteten. Sie ist die einzig noch mögliche Fluchtroute und wir unterscheiden zwischen der östlichen, westlichen Mittelmeerroute und der zentralen Mittelmeerroute, die als Folge davon, dass natürlich die Flucht auf dem Landweg durch die Schließung der Balkanroute nicht mehr möglich ist und dadurch, dass Schutzsuchende nicht einfach in ein Flugzeug steigen und nach Europa fliegen können oder in irgendein Land, in dem ihnen Schutz geboten wird. Grundsätzlich sind die Flüchtenden in der Regel schon sehr lange in der libyschen Gegend festgesetzt, gefangen teilweise in Internierungslagern, in Gefängnissen. Es sind größtenteils Geflüchtete aus Ost- und Westafrika, die durch die beiden Wüsten Niger und Sudan fliehen, um dann in Libyen zu stranden und in Libyen sehr lange Zeit in Gefangenschaft verbringen müssen, dort Opfer von Gewalt, von Missbrauch, von Sklaverei werden, bis sie und ihre Familien genug Geld aufgebracht haben, um in Libyen ein Boot zu besteigen. Zunehmend haben wir auch die Fluchtroute über die Sahelzone, die Geflüchteten aus Nordafrika, die ja, dann in Libyen gegen sehr viel Geld Boote besteigen, hochseeuntaugliche Boote, und zwar nicht in der Hoffnung darauf, von irgendeinem zivilen Rettungsschiff aufgenommen zu werden, sondern auch schon lange bevor irgendeine Nichtregierungsorganisation da draußen war. Die Nichtregierungsorganisationen von Sea-Watch über CI, Open Arms, Ärzte ohne Grenzen, die Sea-Punks, es sind sehr, sehr viele zivile Rettungsschiffe dort draußen, sind eine Antwort auf das Sterben im Mittelmeer. Wir reden von weit über 1000, 30.000 Geflüchteten, die im Mittelmeer ertrunken sind. Das sind die Zahlen, die wir kennen seit dem letzten großen Bootsunglück, das dazu geführt hat, 2013, dass Italien als erstes und bislang einziges Land eine staatliche Seenotrettung auf den Weg gebracht hat, Mare Nostrum, um zu verhindern, dass, so wie am 13. Oktober 2000, 13, Entschuldigung, am 3. Oktober 2013 über 350 Leichen an italienischen Stränden angespült werden und dann eine Woche später noch ein weiteres Unglück. Diese Operation hat lange und gut funktioniert, 9 Monate sehr erfolgreich, Menschen dort gerettet, wo sie in der Regel ertrinken, nämlich bevor sie an europäischen Küsten angespült werden, wurde dann aber eingestellt, weil die europäischen Mitgliedstaaten Italien nicht dabei unterstützen wollten, sondern stattdessen Frontex aufgerüstet haben. Und wir, die zivile Seenotrettung, sind eine Antwort auf die Einstellung von Mare Nostrum.
Die Flüchtenden werden aus ganz unterschiedlichen Gründen gezwungen, auf diese Boote zu steigen. Sie fliehen vor Krieg, vor Verfolgung, vor politischen, religiösen, ethnischen Verfolgungen. Die Folgen des Klimawandels sind häufig und zunehmend eine Fluchtursache. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, es sind Männer, es sind Frauen, es sind viele minderjährige, unbegleitete Flüchtende, es sind Familien. Die Gründe sind vielfältig, die Routen verlagern sich je nach politischer Situation. So ist die Ägäis-Route zum Beispiel, über die viele Flüchtende über die Türkei nach Griechenland geflohen sind, vor allem im Winter 2015-16 und die dann durch den Türkei-Deal der Europäischen Union weitestgehend stillgelegt wurde. Dementsprechend versuchen von dort wieder viele Menschen über den Landweg zu kommen. Die zentrale Mittelmeerroute von Libyen Richtung Italien, Malta, ist die aktuell am häufigsten frequentierte und die tödlichste. Ja, wie funktioniert es eigentlich, Clara, dass Geflüchtete, wenn sie dann im Mittelmeer oder an unseren Grenzen gerettet ankommen, wie auch immer, wie kommen die eigentlich nach Deutschland? Das werde ich tatsächlich ganz häufig gefragt, weil es gibt ja eigentlich das sogenannte Dublin-Verfahren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, man kann mich hören. Danke auch, dass so viele Menschen im Publikum sitzen. Das freut mich sehr, dass ihr euch auch für das Thema interessiert oder vielleicht arbeitet ihr auch in dem Bereich. Die kurze Antwort auf deine Frage ist, es ist nicht mehr vorgesehen, dass Geflüchtete nach Deutschland ankommen. Ne? Also seitdem die Dublin-3-Regulation, also Dublin-3-Verordnung, beschlossen wurde, gilt auch das Ersteinreiseprinzip. Das heißt, der Staat innerhalb der Europäischen Union ist für das Asylverfahren zuständig, in dem die Person zuerst eingereist ist. Denn die Dublin-Verordnung, die regelt ja, also die determiniert, also befindet die Zuständigkeit, welcher Staat in der EU ist zuständig für das Asylverfahren. Und da gibt es eben das eine Prinzip, das ist das Ersteinreiseprinzip. Das heißt, das gilt eigentlich für die allermeisten. Zu den wenigsten Ausnahmen werde ich gleich nochmal was sagen. Aber das gilt für die allermeisten, dass die Ersteinreisestaaten, also die angrenzenden Staaten, die Außengrenzenstaaten zuständig sind. Italien, Spanien, Griechenland, aber auch Bulgarien. Und die Dublin-3-Verordnung zielt darauf ab, den Kernländern der EU sozusagen die Geflüchteten vom Hals zu halten. Nichts anderes ist es. Das wird aber natürlich in der Praxis unterlaufen. Dazu komme ich gleich. Aber ich komme erst zu einer kurzen oder so einer kleinen Ausnahme. Die einzige Möglichkeit eigentlich, von Griechenland legal nach Deutschland zu kommen, ist der Familiennachzug, ne, im Rahmen der Dublin-3-Verordnung. Der ist dort auch geregelt. Das heißt, wenn ein Minderjähriger an der griechischen, also über die Ägäis-Route, wie du gerade auch gesagt hast, beispielsweise aus der Türkei. Türkei ist übrigens gerade das Top-Herkunftsland von Geflüchteten, die in Deutschland gerade ankommen. Wenn jemand aus der Türkei, beispielsweise aus Syrien, als Minderjähriger ankommt in Griechenland, dann hat er die Möglichkeit, zur Kernfamilie nachzuziehen. Das heißt, minderjährige Kinder zu ihren erwachsenen Eltern. Aber darüber hinaus, über die Kernfamilie geht der Familiennachzug nicht hinaus und das ist auch bei den neuen Regelungen nicht anders. Das heißt, eigentlich kaum legale Möglichkeiten nach Deutschland zu kommen. Aber in der Praxis wird das natürlich unterlaufen, weil die Ersteinreiseländer auch teilen, die Menschen teilweise durchwinken oder halt nicht registrieren und auch flüchten Menschen natürlich trotz der Registrierung weiter, weil die Aufnahmebedingungen in vielen EU-Staaten so katastrophal sind. Also es gibt, wie gesagt, die Lager in Griechenland, auf der Ost-Ägäis, die sogenannten EU-Hotspots, die jetzt nicht mehr so heißen. Sie heißen jetzt CCAC, Closed Controlled Access Center. Closed heißt auch schon, sie werden inhaftiert. Die Menschen werden dort de facto inhaftiert auch. Das heißt, die Standards, die Unterbringungsstandards für
Geflüchtete bzw. schutzsuchende Menschen, die in der EU ankommen, sind an den Außengrenzen so desaströs, dass man nicht anders kann, als weiter fliehen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich damals 2016, ich bin nämlich direkt nach dem EU-Türkei-Deal mit einer Gruppe, auch über die Refugee Law Clinic, lustigerweise über einen Call auf der griechischen Insel Chios gelandet mit mehreren Juristinnen. Und wir haben dort angefangen, kostenlos Rechtsberatung zu geben, weil die Menschen ja auf den Inseln feststecken, weil der EU-Türkei die gesagt hat, ihr dürft die Inseln nicht mehr verlassen, wir wollen euch nämlich alle zurück in die Türkei führen. Das ist das Wesentliche, was in dem EU-Türkei-Deal runtergebrochen drinsteht, was ja ist ja kein völkerrechtlich bindender Vertrag, sondern es ist einfach nur eine Presseerklärung, eine anderthalbseitige. Nichtsdestotrotz hat es die faktische Wirkung gehabt, dass die Menschen die Inseln nicht verlassen durften. Sie wurden dort anfangs auch inhaftiert und dann in diesen unendlich unmenschlichen Lagern, wie ihr auch das Lager Moria kennt, untergebracht. Das ist ja dann auch abgebrannt, weil die Zustände dort so desaströs waren. Und aus diesem Grund, weil die Menschen dort Rechtsberatung brauchten, sind wir halt dorthin gegangen und haben dann den Verein Equal Rights Beyond Borders gegründet. Damals gab es noch sehr, sehr viele Menschen, die Anspruch auf einen Familiennachzug hatten, weil es 2015 und 16 so viele Menschen gab, die auf der Flucht waren und angekommen sind, die von ihren Familien getrennt wurden und dann zum Beispiel auch durch den EU-Türkei-Deal feststeckten auf den Inseln. Teilweise auch viele Minderjährige, die ich auch begleitet habe in ihrem Familiennachzug, die dann tatsächlich die Möglichkeit hatten, nach Deutschland zu kommen, auch mit legalen Wegen. Das sind so die einzigen Möglichkeiten. Es wird quasi nichtsdestotrotz unterlaufen. Die CDU nennt das Sekundärmigration. Faktisch ist es aber so, dass die Situation in den Lagern, und dazu gibt es auch in Deutschland gerichtliche Rechtsprechung, die Situation zum Beispiel in Griechenland so desaströs ist, dass Rückführungen nach Griechenland erstmal ausgesetzt werden mussten, weil, und da kommen wir dann auf die Grundsätze, rechtliche Grundsätze, die verhindern oder die dem entgegenstehen, dass man Menschen abschiebt, das sind ja, das ist zum Beispiel eine menschliche Unterbringung. Und da hat das OVG Münster dann auch einfach entschieden, dass man Menschen nicht nach Griechenland abschieben darf, weil Bett, Brot und Seife nicht gewährleistet wird in Griechenland. Und das zeigt einfach, wie desaströs die Lage in den griechischen Inseln ist, aber auch, wie wenig rechtliche Möglichkeiten Schutzsuchende haben, nach Deutschland zu kommen, auf legalem Weg. Ja, wie ist das denn? Wir haben ja in Gießen auch eine Erstaufnahme und vielleicht kannst du uns auch erzählen, was die Refugee Law Clinic, die haben ja da auch ein Büro. Wenn jetzt Geflüchtete in Deutschland angekommen sind, was passiert da eigentlich und was passiert da vor allem auch auf dem rechtlichen Weg, wenn Asyl beantragt wird? Ja, liebe Daisy, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es freut mich auch sehr, heute hier zu sein und mit euch und Ihnen diskutieren zu dürfen. Ja, Geflüchtete erwartet dann in der Regel erstmal ein Asylverfahren, denn die Legalisierung und Sicherung des Aufenthalts ist über alternative Bleiberegelungen in dem Zeitpunkt in der Regel eben nicht möglich. Ich werde jetzt im Folgenden im Schnelldurchlauf die wesentlichsten Bestandteile und Begrifflichkeiten des Asylverfahrens klären und zugleich versuchen, die Situation von Schutzsuchenden im Asylverfahren aufzuzeigen. Das ist das, was ich als Beraterin und auch viele andere, die auch hier im Raum sitzen, was mich sehr freut, beim Infoabend für Geflüchtete in der Erstaufnahmeeinrichtung erzählen, aber auch das, was wir von Schutzsuchenden berichtet bekommen. Genau, vielleicht sage ich an der Stelle noch ganz kurz was zur RLC, zur Refugee Law Clinic, für die ich heute hier aber nicht spreche aufgrund des politischen Charakters der Veranstaltung. Wir sind ein interdisziplinäres Ausbildungsprojekt im Asylrecht, am Fachbereich Recht an der JLU und bieten ehrenamtliche und kostenlose Rechtsberatung für Geflüchtete im Asylverfahren an. Und zu diesem Rechtsangebot zählt eben ein wöchentlicher Infoabend in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen und auch eine Einzelberatung primär zur Vorbereitung auf die Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Genau, gehen wir davon aus, dass Geflüchtete über den Landweg einreisen. Denn wenn sie über den Flughafen, also über den Luftweg einreisen, findet ein Flughafenverfahren statt. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, aber vielleicht ergibt sich später, wenn wir auch nochmal über die Grenzverfahren und über die beschleunigten Verfahren im Rahmen der GEAS-Reform sprechen, vielleicht ergibt sich da die Möglichkeit, Parallelen zu ziehen und zu erklären, was das dann bedeutet.
Ja, zunächst muss die asylsuchende Person erstmal staatlichen Stellen bekannt werden. Das kann dadurch passieren, dass sie bei einer Personenkontrolle aufgegriffen wird oder dass sie sich auch direkt bei der Erstaufnahmeeinrichtung als asylsuchend meldet. Dann wird sie untergebracht und das erfolgt erstmal in der nächstgelegenen Erstaufnahmeeinrichtung. Dort wird dann ermittelt, in welchem Bundesland die Person untergebracht werden soll. Es kann dann sein, dass auch ein Transfer stattfindet in ein anderes Bundesland oder in ein anderes Camp. Das kann auch noch während des Asylverfahrens passieren. Diese Verteilung, nach der sich das bestimmt, heißt Easy-Verteilung. An der Stelle werde ich die jetzt nicht genauer ausführen, aber vielleicht ergibt sich auch später die Möglichkeit, wenn wir über den neuen Solidaritätsmechanismus, über Verteilung von Geflüchteten sprechen, den heranzuziehen. Ja, nach der Ankunft im Camp findet dann erstmal eine medizinische Untersuchung und eine erkennungsdienstliche Behandlung statt, sprich es werden Fotos gemacht, Fingerabdrücke genommen. Nach einer freiwilligen Rückkehrberatung, die unabhängig von den Erfolgsaussichten des Asylverfahrens stattfindet, erfolgt dann eigentlich erst die eigentliche Asylantragstellung beim BAMF. Dort wird dann eine Aufenthaltsgestattung ausgestellt, die den Aufenthalt während des Asylverfahrens legalisiert. Wichtig ist schon an dieser Stelle festzuhalten, dass Geflüchtete extremen Einschränkungen während des Asylverfahrens ausgesetzt sind. Sie sind verpflichtet, im Camp zu wohnen, dürfen sich nur in einem bestimmten räumlichen Bereich aufhalten und dürfen zunächst auch nicht arbeiten. Es gibt dann Ausnahmen, es gibt aber auch für bestimmte Menschen, zum Beispiel aus sicheren Herkunftsländern, Verschärfungen, wenn da Rückfragen bestehen, gerne auch später mehr. Aber aufgrund dieser Einschränkung wird ja schon mal deutlich, dass das Asylverfahren eben kein normales Verwaltungsverfahren ist. Es ist von Unsicherheit und Unklarheit geprägt hinsichtlich des Ausgangs des Verfahrens, des Aufenthaltsorts. Bleibe ich hier? Habe ich einen Transfer? Wo sind meine Familienangehörigen, Freundinnen etc.? Und die Dauer des Verfahrens ist auch im Einzelfall sehr unterschiedlich. Ja, das Bundesamt steigt dann in die eigentliche Prüfung ein. Prüft dann zunächst die Zulässigkeit des Asylverfahrens. Also ist Deutschland zuständig? Muss überhaupt dieser Asylantrag inhaltlich geprüft werden? Also liegen Schutzstatus vor? Dazu findet dann eine Anhörung statt. Diese Anhörung wird auch als Dublin oder kleines Interview bezeichnet. Da wird dann geprüft, ob eben schon eine Registrierung, ob Fingerabdrücke in einem anderen Dublin-Staat abgegeben worden sind. Durch das Eurodac-System hat Deutschland darauf auf Zugriff. Also es bringt überhaupt nichts zu sagen, ich war da noch nicht. Dann wird geprüft, ob so eine Überstellung und die Durchführung des Asylverfahrens überhaupt in dem anderen Staat möglich ist. Und wie Clara das schon zutreffend berichtet hat, ist dieses Dublin-Verfahren für eigentlich alle Akteurinnen von Frustration begleitet. Zum einen gibt es wenig Überstellungen, es ist ein enormer Verwaltungsaufwand und häufig sind Überstellungen einfach unmöglich, weil geflüchteten Menschenrechtsverletzungen in den Staaten drohen und kein faires Asylverfahren möglich ist und das eben in Europa. Das Dublin-Verfahren bringt insgesamt mehr Unsicherheit in das Asylverfahren und bedeutet eine zusätzliche Belastung für Geflüchtete. Ja, schließlich findet dann die Anhörung zur Begründetheit, also zu den Fluchtgründen statt. Da prüft das Bundesamt dann den Schutzstatus, nachdem die Zulässigkeit dann bejaht wurde. Meistens findet das aber direkt an beiden Tagen statt. Also das kann man sich ja leicht vorstellen. Man wird erst 1 bis 2 Stunden zum Reiseweg befragt und zur Situation, was man in Griechenland erlebt hat und wie man nach Deutschland gekommen ist. Und anschließend wird man dann erstmal angehört zur gesamten Fluchtgeschichte, also was ist mir im Herkunftsland passiert. Und die unterschiedlichen Schutzstatus, die das Bundesamt dann prüft, die in Betracht kommen können, sind auf dem Papier das sogenannte Asyl, das aber nach dem Asylkompromiss 1993 praktisch keine Anwendung oder keine besondere Relevanz mehr findet. Dann die Flüchtlingseigenschaft, dessen Voraussetzungen sich nach der Genfer Flüchtlingskonvention bestimmen. Der subsidiäre Schutz, der ein besonderer EU-Schutzstatus ist und dessen Voraussetzungen sich aus der Qualifikationsrichtlinie ergeben. Wir kommen noch später nochmal auf diese ganzen Richtlinien, deswegen teaser ich sie hier schon an. Und nationale Abschiebeverbote werden geprüft. Ja, die Anhörung ist eine Ausnahmesituation. Ich habe es schon gesagt, die gesamte individuelle Fluchtgeschichte muss vorgetragen werden, die natürlich auch sehr häufig von Traumatisierung begleitet ist. Wie diese Anhörung im Einzelfall ausgestaltet ist, bemisst sich maßgeblich nach dem Anhörungsstil der einzelnen BAMF-Anhörerin. Also wird eine Pause eingelegt, wie werden Rückfragen gestellt etc. Und das wird maßgeblich ja auch gemacht, um die Glaubhaftigkeit der Fluchtgeschichte zu prüfen. Also ist es der Person tatsächlich passiert? Und irgendwann kommt dann auch mal eine Antwort vom Bundesamt. Das Bundesamt nimmt sich zwar vor, und so ist auch im Gesetz geregelt, 6 Monate, dann muss es klappen. Aber genau, wenn die Antwort kommt, ist dann eben zu überprüfen.
welcher Schutzstatus wurde zuerkannt? Ist vielleicht eine Klage einzureichen, zum Beispiel, weil ich meine Familie nach Deutschland nachholen möchte und das mit dem Flüchtlingsstatus eben faktisch einfacher funktioniert? Oder nach einer Ablehnung kann ich meinen Aufenthalt nicht anders sichern, also zum Beispiel durch eine Erwerbstätigkeit etc., was aber nach einem abgelehnten Asylverfahren auch nur eingeschränkt möglich ist. Bestehen rechtliche oder tatsächliche Abschiebehindernisse, wird dann eine Duldung erteilt und auch hieraus sind Legalisierungsmöglichkeiten nur eingeschränkt möglich, trotz Turbo-Integration für Geflüchtete im Arbeitsmarkt etc. Vielleicht können wir darüber später auch mehr sprechen. Ja, vielleicht, also wir starten jetzt praktisch erstmal in die erste Fragerunde. Vielleicht daran anhängt, was ist eigentlich das gemeinsame europäische Asylsystem und diese Einigung, über die irgendwie alle sprechen, weil wir haben ja schon Asylverfahren. Also genau, da ist ja schon irgendwas mit Europa los, haben wir gerade festgestellt. Genau, was ist GEAS und die Einigung? Das ist eine unglaublich große offene Frage, also ich kann jetzt sehr, sehr viel darüber erzählen. Ich möchte versuchen, zunächst erstmal was zur Ausgestaltung des GEAS zu erzählen und dann anschließend an die Reform kurz zu skizzieren. In 5 Minuten ist leider nicht mehr möglich. GEAS ist die Abkürzung für gemeinsames europäisches Asylsystem und die EU hat sich in ihren Verträgen im europäischen Verfassungsrecht das Ziel gesetzt, ein solches gemeinsames europäisches Asylsystem zu errichten. Und das ist wiederum Ziel der europäischen Asylpolitik. Sprich, es handelt sich um einen Politikbereich, der in den europäischen Verträgen geregelt ist. Und innerhalb dieses GEAS finden natürlich die gewöhnlichen Regelungen, die erstmal Anwendung finden im Europarecht, auch Anwendung. Sprich, allgemeines hinsichtlich welche Organe werden beteiligt, wie ist das Gesetzgebungsverfahren ausgestaltet und vor allem finden auch europäische Grund- und Menschenrechte Anwendung. Aber in den Verträgen steht erstmal nicht drin, welche einzelnen Voraussetzungen erforderlich sind, damit so ein subsidiärer Schutzstatus zuerkannt wird. Das wird dann im Einzelnen durch Rechtsakte ausgestaltet, dieses GEAS, also sprich durch Richtlinien und Verordnungen. Diese Richtlinien wiederum werden dann durch den nationalen Gesetzgeber umgesetzt. Also dann sprechen wir zum Beispiel über das deutsche Asylgesetz. Und überformt wird das alles durch internationales Recht, durch die Europäische Menschenrechtskonvention, durch die Genfer Flüchtlingskonvention. Sprich, was man an diesen Ausführungen schon merkt, es ist unzutreffend, wenn PolitikerInnen sprechen, dass nun endlich ein allgemeiner Rechtsrahmen geschaffen wird, den gibt es seit Ende der 90er. Dieser Rechtsrahmen wird jetzt nur geändert, weil man sieht, dass die Rechtsimplementierung einfach nicht funktioniert. Ich könnte jetzt was zur Entstehung und Entwicklung des GEAS sagen, zu den unterschiedlichen Harmonisierungsphasen, das tue ich aber nicht. Ich möchte nur kurz nochmal betonen, dass sich die einzelne Ausgestaltung des GEAS natürlich extrem an den politischen Zielsetzungen davon abhängig ist. Das haben wir 2004 gesehen mit der Gründung der Grenzschutzagentur Frontex. Das hatte maßgeblich damit zu tun, dass das GEAS sehr sicherheitspolitisch geprägt war. 2009 konnten wir dann wiederum sehen, dass menschenrechtliche Erwägungen zugenommen haben, was natürlich auch mit der Rechtsverbindlichkeit der Europäischen Grundrechtecharta zusammenhängt, dass man da dann einen kleinen Boom hatte und jetzt sehen wir eben wieder eine andere Harmonisierungsphase und darüber können wir sprechen und das kann Clara gut einordnen, was da politische Gründe dafür sind. Ja, jetzt möchte ich im Wesentlichen kurz die Reformvorschläge, die einzelnen Verordnungen vorstellen, ohne zu tief ins Detail zu gehen. Das sind Vorschläge, die teilweise auf Vorschläge von 2016 beruhen. Bisher hat keine Einigung gefunden. Dann Anfang letzten Jahres, insbesondere durch Bemühungen der deutschen Bundesregierung, hat sich das geändert. Im Juni hatten wir dann eine erste Einigung im Rat zur Asylverfahrensverordnung und Asyl- und Migrationsmanagementverordnung. Im Oktober kam dann die Einigung zur Krisenverordnung, zu der vorher noch angekündigt wurde, dass da nicht zugestimmt wird. Und das Europäische Parlament wird in der nächsten Woche final über die Reformvorschläge abstimmen. Die Asylverfahrensverordnung wird die Asylverfahrensrichtlinie ablösen und sieht erweiterte Anwendung von beschleunigten Verfahren und Grenzverfahren mit eingeschränktem Rechtsschutz vor. Hier ist zu sagen, dass die Anwendungsfälle dieser Grenzverfahren sehr kompliziert ausgestaltet sind, Verweisungen beinhalten und es optionale Grenzverfahren gibt, also sprich, es im Ermessen der Mitgliedstaaten steht, ob sie eine Person ins Grenzverfahren schicken, und verpflichtende Grenzverfahren. Und diese verpflichtenden Grenzverfahren enthalten dann die Fallgruppe der Personen, die eine EU-weite Anerkennungsquote von unter
20% hat. Das wird ja so häufig gesagt, dass eben nur diese Person ins Grenzverfahren kommt. Das stimmt aber nicht. Wir sehen heute schon de facto, dass Menschen ins Grenzverfahren sind, auf den griechischen Inseln sind und da aufgrund eines illegalisierten Grenzübertritts festgehalten werden. Und mit Artikel 40, jetzt habe ich eine Norm gesagt, aber ich versuche mich da ein bisschen zurückzuhalten, bitte seht es mir nach, sind eben aufgrund dieser allgemeinen Grundsätze, wann so ein beschleunigtes Verfahren Anwendung finden soll. Ich kann jetzt zum Beispiel mal, ich muss auch lunsen, sowas kann ich mir nicht auswendig merken, zum Beispiel, wenn unstimmige oder widersprüchliche Angaben stattgefunden haben. Naja, das ist die ganze Prüfung innerhalb der Anhörung zum Schutzstatus, das habe ich ja vorhin erzählt. Also alleine da sieht die Asylverfahrensverordnung schon vor, dass solche beschleunigten Verfahren zur Anwendung kommen sollen. Ja, dann wird auch das Konzept des sicheren Drittstaats erheblich erweitert. Es ist nicht mehr erforderlich, dass Drittstaaten die Genfer Flüchtlingskonvention in Gänze ratifiziert und tatsächlich die Gewährleistung auch einhalten müssen. Ich möchte später, wenn wir über die Zusammenarbeit mit den Drittstaaten nochmal auf dieses Konzept einkommen, weil da eine Verknüpfung zwischen Zusammenarbeit von der EU mit Drittstaaten und diesem Konzept zusammenhängt. Genau, das werde ich dann später erzählen. Und zuletzt möchte ich nur noch ganz kurz auf die Asyl- und Migrationsmanagementverordnung eingehen, die die Dublin-III-Verordnung ersetzt, ohne die Kriterien zu ersetzen. Also sprich, das grundlegende Problem, das Ersteinreiseprinzip bleibt bestehen. Also sprich, man kann nicht von einer fairen Verteilung von Geflüchteten, die auch nur ansatzweise die Bedürfnisse von Geflüchteten in Rechnung stellt, sprechen. Dieser neue Solidaritätsmechanismus ist nicht so flexibel und einfach, wie er dargestellt wird von Akteurinnen auf Seiten der EU, sondern ist komplex, sieht unterschiedliche Solidaritätsmaßnahmen in so einer Überlastungssituation vor, die auch gleichgestellt sind. Also sprich, eine finanzielle Unterstützung zur Errichtung eines Zauns kann gleichgesetzt werden mit der Überstellung von einer Person in das Land. Und ihr habt sicherlich auch schon gehört, dass von Summen 20.000 Euro pro Person gesprochen wird und dass es sich um eine Art käufliche Solidarität handelt. Dabei will ich es jetzt belassen. Bei Rückfragen können wir gerne noch über die Screening- und die Krisenverordnung sprechen. Ihr seht schon, es ist eine komplexe Gemengelage, die das Ziel hat, Asylverfahren zu externalisieren und auf eine Verschiebung nach rechts einzugehen und Flucht einzudämmen, ohne sich an Fakten zu orientieren. Also dann stellt sich eigentlich die Frage, wieso wird das von der Politik als Erfolg gefeiert, wenn man eigentlich ja das, was man ja machen wollte, das Dublin-Verfahren abzuschaffen, nicht wirklich abgeschafft hat? Das vielleicht an Clara. Hier gucken wir, ob wir dich hören. Das sind sehr viele Punkte, die jetzt schon angesprochen wurden, auf die ich vielleicht auch ganz kursorisch nochmal eingehen möchte, weil das mit den Richtlinien und Verordnungen, das ist ja wirklich nicht immer so einfach, aber ich versuche nochmal vielleicht so auf ein paar Punkte, die Nathalie jetzt schon angesprochen hat, vielleicht nochmal auch kurz Bezug zu nehmen, weil ein Punkt, der auch noch wichtig ist, auch im Rahmen des Zulässigkeitsverfahrens kann solche Grenzverfahren stattfinden. Das liegt insbesondere daran, dass ein wesentlicher Bestandteil beim GEAS ja ist, die sichere Drittstaaten zu etablieren. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, die Auslagerung vom Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union. Also was wir in den 90ern gesehen haben, war ja der Asylkompromiss auf nationaler Ebene. Da hat man quasi dafür gesorgt, dass man in Deutschland de facto das Asylrecht abgeschafft hat. Das hat Nathalie ja auch gesagt. Das wurde dann überlagert mit dem EU-Rechtsschutz. Deshalb hat das nicht so viel hat das de facto jetzt nicht ganz so viel verändert. Aber die Auslagerung war damals quasi von Deutschland in andere EU-Staaten sozusagen. Das ist das Dublin, also ganz runtergebrochen das Dublin. Und jetzt mit dem GEAS haben wir eine Auslagerung auf noch einer viel größeren Ebene, nämlich außerhalb der EU, in zum Beispiel die Türkei als sicheren Drittstaat. Und in diesem Zusammenhang greift dieses Grenzverfahren auch für Leute, zum Beispiel aus Syrien, die in diesem neuen zweistufigen Verfahren, nämlich den Zulässigkeitsverfahren, da stellt man sich die Frage, kann ich die Person schnell in einen sicheren Drittstaat oder in einen sicheren Herkunftsstaat zurückführen? Und das geht halt nur das geht quasi nur in diesem Grenzverfahren, um dann schnell die Menschen wieder
In einen sogenannten, also Türkei würde ich auf keinen Fall als sicheren Drittstaat bezeichnen, aber das ist der wesentliche Charakter, einer der wesentlichen Charaktereigenschaften auch der GEAS-Reform. Und das ist aus meiner Sicht auch eines der größten Probleme. Eines der weiteren größten Probleme, und da kommen wir auf die politische Ebene, auf die ich jetzt eigentlich auch direkt eingehen möchte, ist, dass also die Vertreterinnen der Regierungsparteien Grüne, SPD, diese Einigung tatsächlich loben und als eine Errungenschaft sogar bezeichnen. Und das ist wirklich sehr problematisch, weil am Ende quasi der Druck so groß geworden ist, dass irgendeine Einigung her musste. Und auf den Inhalt, was das bedeutet, wurde gar nicht geschaut. Nathalie hat da jetzt auch schon quasi Einblicke gegeben, und es sind halt 400 Seiten Papier mit ganz vielen Verweisen, Richtlinien und Verordnungen, sehr kompliziert. Aber im Ergebnis ist das die größte Entrechtung und die massivste Asylrechtsverschärfung, die dazu führt, dass de facto das individuelle Recht auf Asyl so keinen Bestand mehr hat innerhalb der EU. Und wenn wir jetzt mal schauen und auf der politischen Ebene schauen, was hat die Regierung, die Ampelkoalition versprochen? Sie hat ja eigentlich gesagt, dass sie illegale Zurückweisungen beenden will, dass sie das Leid an den Außengrenzen beenden will und die Asylanträge von Menschen, und das ist wirklich, das steht wortwörtlich so drinne, die in der EU ankommen, auch inhaltlich in der EU zu prüfen. Und das passiert jetzt nicht mehr. Warum passiert das jetzt nicht mehr? Es wurde jetzt ja von Nathalie gesagt, dass in Deutschland quasi erstmal geprüft wird, wer ist zuständig, ne? Und da geht es ja gar nicht um die Frage, liegt ein Grund für eine Schutzberechtigung vor, sondern es geht nur um die Frage, bin ich überhaupt zuständig? Und genau das passiert jetzt auch an der Außengrenze. Es wird nicht mehr bei jeder Person, die ankommt, inhaltlich geprüft, liegt ein Grund für eine Schutzberechtigung vor, sondern in der ersten Stufe erstmal, kann ich die Person abschieben und wenn ja, in welches Land? Und das als Erfolg zu feiern und das auch von den Grünen so versprochen, also so versprochen wurde, dass sie natürlich auch einen menschenrechtlichen Bezug haben, dass sie das Grundrecht auf Asyl, das schreiben sie sich ja auch gerne auf ihre Schilder, aber von der Politik sehen wir leider gar nichts. Stattdessen sollte Handlungsfähigkeit signalisiert werden. Und ich habe das von sehr viel, häufig von Grünen gehört, dass man jetzt was tun muss. Zum einen, weil sie die Zahlen senken müssen, und zum anderen, weil wenn man jetzt nicht handelt und keine GEAS-Reform hinbekommt, dann wird später noch weitere Verschärfungen geben. Und das ist natürlich ein Irrglaube, und aus meiner Sicht ist das schon der Beginn oder die Unterstützung oder der Steigbügelhalter für eine rechte Politik, weil nichts anderes bedeuten jetzt diese Grenzverfahren, in denen übrigens auch Kinder inhaftiert werden. Ja, Kinder werden inhaftiert, obwohl sie nichts verbrochen haben, außer dass sie mit ihren Eltern geflohen sind. Aber auch andere Menschen dürfen nicht inhaftiert werden, weil sie Schutz suchen. Das passiert. Wir haben die Auslagerung in vermeintlich sichere Drittstaaten, die keine sicheren Drittstaaten sind. Die Türkei schiebt nachweislich Syrerinnen und Syrer nach Syrien in Kriegsgebiete ab. Ja? Damit verstößt sie ganz wesentlich gegen ein Grundprinzip des Non-Refoulement, das ganz klar sagt, dass solche Abschiebungen nicht stattfinden dürfen. Das ist ein klarer Verstoß von ganz wesentlichen Grundsätzen. Und deshalb auf jeden Fall kein Staat, den man als irgendeine Art von sicher einstufen kann. Hinzu kommt, dass sie völkerrechtswidrig auch noch in Nordirak einen Angriffskrieg durchführen. Und rechte Kräfte, und das ist auch das, was ich immer gesagt habe, rechte Kräfte bekämpft man eben nicht, indem man deren Programm oder deren Forderungen übernimmt und umsetzt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie wir dahin gekommen sind. Also vor 10 Jahren, also ich arbeite schon länger in dem Bereich, aber diese Vorstellung, diese Verfahren, was die EU-Kommission vorgeschlagen hat, die Richtlinien und Verordnungen,
Die sind Ergebnis von dem EU-Hotspot-Konzept und der Migrationsagenda, die seit 2015 auf den Inseln in der Ost-Ägäis durchgesetzt wurden. Wenn wir zum Beispiel die Screening-Verordnung sehen, ne? Also wo Menschen auch inhaftiert werden, die Fiktion der Nicht-Einreise, dass Menschen, die aufs Territorium der EU kommen, als so nicht eingereist gelten. Das ist ein Widerspruch mit ganz grundsätzlicher Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Das wird aber systematisch angewandt und die Hotspots und Moria, also nicht die abbrennenden Zelte, sondern die dahinter stehende systematische Entrechtung, verkürzte Fristen, kein Zugang zu Bildung, kein Zugang zu medizinischer Versorgung, alles diese Dinge, kein Zugang zu Rechtsberatung auch, Inhaftierung, alle diese Dinge sind das Vorbild für die GEAS-Reform und im Wesentlichen auch das, was die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Und das kann gar nicht im Einklang mit EU und Menschenrechten zusammengebracht werden. Und deshalb haben wir uns auch als Linke dagegen ausgesprochen. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, weil eigentlich sollte ja auch das Ziel sein, dass wir das Sterben auf dem Mittelmeer endlich beenden. Und deswegen auch meine Frage, was bedeutet das denn eigentlich jetzt alles für die private Seenotrettung, also diese Verschärfung? Gar nichts. Also prinzipiell wird sich an dem Sterben im Mittelmeer überhaupt gar nichts ändern. Solange keine sicheren Fluchtwege geschaffen werden und Fluchtursachen bekämpft werden, wird der Fluchtdruck weiter bestehen und Menschen werden sterben. Die Konsequenz aus Gesprächen zur Externalisierung der Außengrenzen, wie mit Tunesien oder Ägypten, führt in Libyen gerne mal zu einem erhöhten Fluchtdruck. Wir sehen die Bilder von Flüchtenden, die in der tunesischen Wüste ausgesetzt werden und sterben. Das erhöht den Druck auf Geflüchtete in Libyen, das nächste Boot zu besteigen. Das haben wir im letzten Sommer in Lampedusa erlebt, als auf einmal 8000 Menschen angekommen sind. Zusätzlich wird mit der Reform verschleiert, dass Rechtsbrüchen, wie Clara sie eben zum Beispiel in der Ägäis beschrieben hat, weiterhin geduldet werden. Im Gegenteil, dass sie mitgetragen werden. Einem Rechtsruck, wie Clara gesagt hat, begegnet man nicht, indem man klein beigibt. Das aber passiert gerade. Gleichzeitig wird, wenn Dublin III weiter aufrechterhalten wird, Ländern wie Italien oder Griechenland, die seit 2015 mit den vielen Geflüchteten alleingelassen wurden, weil sich der Rest von Europa weggeduckt hat und nicht unterstützt hat, von einer enormen Hilfsbereitschaft, die wir und viele Geflüchtete von diesen Ländern erfahren haben. Wir waren im Winter 2015/16 auf der Insel Lesbos bis zu dem Türkei-Deal. Damals sind 50-60 Boote täglich angekommen mit Flüchtenden aus der Türkei, syrischen Geflüchteten, die über die Türkei auf die griechischen Inseln kamen. Wir haben Moria erlebt. Ich habe Moria mehrfach gesehen. Wir haben gesehen, wie dieses Camp in ein Gefängnis umgewandelt wurde nach dem Deal mit der Türkei. Und wir haben gesehen und sehen es heute noch, wie im Auftrag der Europäischen Union geltendes Recht gebrochen wird. Wir haben gesehen, wie die türkische Küstenwache die Boote Geflüchteter gejagt hat, mit Wasserwerfern versucht hat zu treffen. Wir haben gerade im letzten Jahr das Unglück vor Pylos, sondern der Mord an 600 Geflüchteten vor der griechischen Insel Pylos, von dem wir inzwischen wissen, dass Frontex dran war, dass die Hellenic Coast Guard dran war. Griechenland ist mehrfach verurteilt worden, an der Tötung von Geflüchteten schuld zu sein. Diesen permanenten Rechtsbrüchen wird weiterhin stattgegeben und es wird vorgegaukelt, man hätte eine Lösung für dieses Problem gefunden. Aber das Problem wird immer weiter verschärft. Wir haben im zentralen Mittelmeer täglich Belege dafür, wie das Non-Refoulement, von dem Clara gerade gesprochen hat, also der Verbot, Menschen in ein Land zurückzubringen, rechtswidrig, in dem ihnen der Tod, Verfolgung, Folter, Inhaftierung drohen, das wird täglich im zentralen Mittelmeer gebrochen. Europäische Kriegsschiffe, Marine, Frontex dürfen Menschen nicht rechtswidrig nach Libyen zurückführen. Was sie aber tun, und wir reden von der am stärksten militarisierten und überwachten Außengrenze der Welt. Kein Boot Geflüchteter
legt im zentralen Mittelmeer auch nur eine halbe Seemeile zurück, ohne von Frontex gesehen zu werden. Da sind Drohnen in der Luft, da sind Schiffe, da sind Flugzeuge. Was Frontex tut, nachweislich tut, ist die Position dieser Boote an die sogenannte libysche Küstenwache, die besetzt ist in Personalunion mit Warlords, Milizen, die in Libyen Krieg führen, zu melden, damit diese Boote rechtswidrig aus internationalen Gewässern zurück nach Libyen ziehen. Gleichzeitig, auch ein Koalitionsversprechen, das gebrochen wurde, wie Clara schon ausgeführt hat, wird die zivile Seenotrettung weiter kriminalisiert. Es gibt also nicht nur ein Unterlassen der staatlichen Seenotrettung, sondern eine zunehmende Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung, die darin besteht, dass einzelne Aktivistinnen angeklagt werden. Es laufen weltweit über 100 Verfahren der sogenannten Solidaritätsverbrechen. Das Wort an sich ist schon eine Perversion. Also Verfahren, Rechtsverfahren gegen Menschen, die Flüchtenden geholfen haben, indem sie in der Wüste Essens- oder Wasservorräte hinterlegt haben oder auf zivilen Rettungsschiffen geholfen haben oder Menschen auf den griechischen Inseln, bekanntes Beispiel ist Saramadini oder Salamaldin, die geholfen haben, indem sie den Menschen am Strand Wärmedecken und Wasser und Kleidung gegeben haben. Gleichzeitig wird neben dem Bruch des Non-Refoulement, der Genfer Flüchtlingskonvention, das internationale Seerecht gebrochen, jeden Tag, indem es nämlich heißt, dass jedes Schiff verpflichtet ist, rechtlich verpflichtet ist, einem Boot in Seenot zu helfen. Jedes Schiff, ob ein kommerzieller Frachter, ein 6-Sterne-Luxus-Kreuzfahrtschiff, eine Sportjacht, egal, jedes Schiff muss in Seenot befindlichen Menschen helfen. Und nach der Hilfe muss der nächste sichere Hafen, Port of Safety, angefahren werden. Was allerdings gerade passiert, ist, dass dieser Port of Safety den Rettungsschiffen nicht zugewiesen wird, teilweise über Wochen hinweg nicht, sodass sich die Situation mit 100 Geflüchteten an Bord derart drastisch verschärft, dass, prominentes Beispiel, Carola Rakete damals gezwungen war, ohne Genehmigung in den Hafen zu fahren, oder dass den Booten, den Schiffen, ein Hafen ganz am anderen Ende von Sizilien zugewiesen wird. Teilweise 6-7 Tage Schiffsreise mit hunderten Geflüchteten an Bord, die außen auf dem Achterdeck schlafen, ungeschützt bei Wind und Wetter, sodass die Schiffe aus dem Verkehr gezogen werden. Die Schiffe werden nach jeder Rettung beschlagnahmt. Es gibt eine lange Chronik von beschlagnahmten Rettungsschiffen, die durch willkürliche Dekrete Italiens festgesetzt werden. Eins dieser Dekrete lautet beispielsweise, dass nach der ersten Rettung ein Hafen, der zugewiesen wird, zur Ausschiffung der Geretteten direkt angefahren werden muss, ungeachtet dessen, ob man unterwegs auf der Reise nach Norden einem weiteren Boot begegnet. Das heißt, wir werden gezwungen, durch solche Dekrete Seenotfälle zu ignorieren, um dieses Dekret nicht zu brechen. Was natürlich nicht möglich ist, weil gleichzeitig verpflichtet uns das internationale Seerecht, jedes Boot zu retten. Und das dient dann als Grund, die Schiffe festzusetzen. Aktuell gerade ist gerade eine Rechtsprechung in Italien gegen die Festsetzung der Joe Barons von Ärzte ohne Grenzen und der Sea-Watch 5, die entschieden hat, dass die Festsetzung rechtswidrig war. Aber das passiert seit 2018 mit großer Regelmäßigkeit und das sorgt dafür, dass Rettungsschiffe einfach über Monate hinweg, Wochen hinweg aus dem Verkehr gezogen werden und nicht retten können, gerade in der Hochsaison. Das heißt, diesen Rechtsbrüchen wird weiter Vorschub geleistet, sie werden billigend in Kauf genommen und die Auswirkungen der Reform sind, dass traumatisierten Flüchtenden die Inhaftierung droht, Kinder werden in Gewahrsam genommen. Aber an den Fluchtursachen und an den lebensgefährlichen Fluchtwegen ändert sich überhaupt gar nichts. Mir wäre an der Stelle noch mal ganz wichtig zu betonen, dass im Grunde die Tatsache oder die Frage, welche Gruppe Geflüchteter wohin kommt, aus welchen Gründen flieht, fast irrelevant ist für die Seenotrettung. In dem Moment sind Menschen in Lebensgefahr auf dem Wasser und es gibt die rechtliche Verpflichtung, sie zu retten. Solange die Seenotrettung notwendig ist, weil es keine sicheren Fluchtwege gibt, ist es vollkommen irrelevant,
wohin die Flüchtenden gehen und woher sie kommen. Ertrinken lassen darf kein Mittel der Migrationspolitik sein und auch nicht der Asylpolitik. Und GEAS wird daran unmittelbar auf dem Wasser überhaupt gar nichts ändern, außer durch Gespräche wie in Tunesien oder jetzt in Ägypten dafür zu sorgen, dass der Fluchtdruck zunimmt und mehr Menschen übers Wasser nach Richtung Europa flüchten. Danke. Danke euch. Deswegen kommen wir jetzt zu den zur zweiten Fragerunde, wo es noch mal ein bisschen mehr darum geht, wie arbeitet eigentlich die EU mit Staaten zusammen? Du hast es ja auch schon angeschnitten, die Finanzierung der libyschen Küstenwache, dass wir darüber auf jeden Fall noch mal sprechen, welche Auswirkungen das eigentlich auch auf Flucht haben kann. Ich würde aber tatsächlich zuerst mal Clara das Wort geben, ehe du das beantworten kannst, weil es gibt ja tatsächlich verschiedene Deals, also mit Tunesien, mit der Türkei, libysche Küstenwache. Vielleicht kannst du da uns noch mal ein bisschen was erzählen drüber. Ja, also dass die EU mit anderen Staaten zusammenarbeitet, ist jetzt kein neues Phänomen, sondern das ist ja schon eigentlich immer Praxis. Seit es die EU gibt, versuchen sie auch, die Verantwortung für den Flüchtlingsschutz auf Drittstaaten abzuwälzen und diese sogenannten Türstehern Europas aufzustülpen. So hat es auch Christian Jakob und Simone Schlindwein haben es so einmal ausgedrückt. Und ich möchte vielleicht auch noch mal so einen wichtigen Aspekt nennen, weil ein Player ist natürlich, oder ein großer Deal war jetzt der Deal mit Tunesien, wo über 900 Millionen Euro nach Tunesien fließen und über 90 Millionen alleine in Migrationsabwehr. Was das bedeutet, das wissen wir von den Bildern, von den Menschen, die in der Wüste verdursten oder vielleicht sogar getötet werden. Was das ist das Ergebnis dieser Abschottungspolitik. Und wenn man dann zum Beispiel auch mal zur libyschen Küstenwache schaut, die ja dann auch noch die Boote bekommt, mit denen sie dann Menschenrechtsverletzungen begeht, muss man sich auch fragen, wer bezahlt das denn eigentlich alles? Und im Wesentlichen ist ja der Haushalt der EU, mit dem sie dann die Abschottung finanzieren, wird natürlich auch von den Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert. Und da landen halt Steuergelder aus Deutschland am Ende bei der Abschottung. Und ich denke, das muss sich jede Person auch, oder dessen muss man sich bewusst sein, dass die eigenen Steuergelder eben auch für diese Zwecke zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar verwendet werden. Und das ist ja auch ein Problem, ein Grundproblem, was wir haben, wenn wir über EU reden, wenn wir über Frontex reden. Reden wir auch immer darüber, es finden Menschenrechtsverletzungen statt, es finden Verbrechen statt, es sind Personen involviert, aber wie kann man die Personen haftbar machen? Das ist eigentlich eine der wesentlichen Fragen, der man sich auch immer stellt. Und da muss man sagen, ein Grundproblem ist ja auch zum Beispiel, dass die EU nicht der EMRK beigetreten ist. Das heißt, Haftungsfragen bei Grundrechtsverletzungen sind sehr, sehr schwer und unterschiedliche nationale Akteure, das heißt zum Beispiel, wenn Beamte aus Deutschland in Griechenland Rechtsverletzungen begehen, Menschenrechtsverletzungen begehen, ist es gar nicht so einfach, dagegen vorzugehen. Auch das ist ein Problem und auch das ist ein systematisches Problem innerhalb der EU. Jetzt aber zurückkommen zu diesen Deals, die ja auch gerade jetzt unter der Ampelkoalition massiv ausgebaut wurden und auch massive Gespräche stattfinden mit unterschiedlichen Ländern, auch dem Irak. Also wirklich Länder, wo wir sagen, man kann keine Deals mit Despoten machen, man kann keine Deals machen, das ist keine feministische Außenpolitik, wenn ich Deals mache mit Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, mit Füßen treten oder sogar foltern und inhaftieren. Aber Deutschland spricht mit diesen Ländern und Deutschland macht Deals mit diesen Ländern und deshalb kann man auch nicht von feministischer Außenpolitik sprechen. Aber was natürlich ein weiteres wichtiges Problem ist, wenn es diese, es wurde jetzt auch gerade von Sandra gesagt, also es gibt eben weder legale Möglichkeiten,
zu kommen. Und die Möglichkeiten, die es bisher gab, die werden jetzt so hochgerüstet und die Grenzen so abgeschottet und noch tödlicher gemacht, dass es eigentlich gar keine Routen mehr gibt. Heißt nicht, dass Menschen sich nicht auf den Weg machen. Warum? Weil natürlich es weiterhin kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Und da kommen wir zu dem wesentlichen Punkt und zu dem Mythos, der der schlimmste Mythos ist, den einer der schlimmsten Mythen ist, die wir in Deutschland auch jede Woche hören, ist eben halt so eine Art Pull-Faktor. Ne? Also Menschen fliehen weil vor Krieg, vor Verfolgung, vor Elend, weil ihnen die Lebensgrundlage zerstört würde durch den Klimawandel. Das sind die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Und deshalb brauchen sie Schutz. Und was jetzt passiert ist, durch diese Deals, müssen sie sich halt auf gefährliche Ausweichrouten für viel mehr Geld noch, mit denen sie Schmuggler dann bezahlen müssen, müssen sie ausweichen, um überhaupt fliehen zu können. Und Autokraten werden eben durch die Zusammenarbeit gestärkt. Also wenn Deals mit Autokraten gemacht werden, gibt man denen Geld, damit sie ihren eigenen Menschenrechtsverletzungsapparat weiter aufrechterhalten können. Finanziell, aber auch politisch gibt man ihnen ja Rückendeckung. Deutschland spricht mit der libyschen Küstenwache und den Akteuren dort. Und wenn ich das tue, dann legitimiere ich auch deren Existenz. Und das ist ein Problem, dass diese Staaten auch als zuverlässige Partner bezeichnet werden. Also Nancy Faeser habe ich letzte Sitzungswoche gefragt, warum sie am EU-Türkei-Deal festhält, obwohl ganz klar ist, dass die Türkei Menschenrechtsverletzungen begeht en masse. Ja? Und sie hält weiter an diesem EU-Türkei-Deal fest und will den weiter vorantreiben. Also das zeigt eigentlich diese Doppelstandards, die in der Politik weiterhin der Maßstab sind. Und die Staaten, also die EU fällt natürlich dann auch in diesem Moment, wenn sie Deals machen, also wenn die EU Deals macht, aber auch wenn Deutschland Deals macht, diesen Menschen in den Rücken, die sich für demokratische Mitbestimmung einsetzen. Aufrüstung von Milizen für den Grenzschutz kann auch ganze Regionen destabilisieren. Das ist zum Beispiel im Sudan der Fall. Und jetzt mein letzter Satz, die wurden ja da auch aufgerüstet von der EU und ja, sie hatten in Darfur bereits gemordet und vergewaltigt und sind jetzt eine Partei in dem blutigen Bürgerkrieg, der seit rund einem Jahr dort herrscht. Ja, das bringt mich vielleicht gerade noch zu einer Frage zur Seenotrettung. Wie äußern sich denn diese Menschenrechtsverletzungen? Also vielleicht kannst du was aus der Praxis dazu nochmal erzählen. Ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen und die Bilder von Phylos haben wir gesehen im letzten Sommer. Wir reden nicht nur mit ihnen, wie Clara gerade sagte, wir finanzieren sie, wir statten sie aus. Sie haben Schnellboote von Italien bekommen, sie haben Basic English Training bekommen, sie haben Waffen im Land mehr als genug. Es ist aber keine Küstenwache, es gab dort nie eine Küstenwache. Der Vertrag, die SOLAS-Konvention, wurde nie ratifiziert von Libyen und natürlich gab es schon früher Gespräche mit Gaddafi. Damals hatte es wenigstens eine halbwegs stabile Situation im Land gegeben und einen Ansprechpartner. Was wir gerade beobachten, ist, dass es genau dieselben Menschen sind und wir kennen ihre Boote, die Flüchtende gegen Geld auf Schmuggelboote setzen und Richtung Europa schicken, kurz darauf hinterherfahren, ihnen die Außenbordmotoren wegnehmen, um sie wieder zu verwenden und sie ohne Navigation und unmotorisiert auf dem Mittelmeer auszusetzen. Das deutsche Auswärtige Amt, Mitarbeitende des deutschen Auswärtigen Amtes, also nicht wir oder irgendwelche anderen linken NGOs, haben die Zustände in den Gefängnissen in Libyen als KZ-ähnlich bezeichnet. Das stammt vom Auswärtigen Amt. Genauso wie die Erfolgsgeschichte, so wird sie uns ja verkauft, des Türkei-Deals als Vorbild für die Libyen-Kooperation diente, wird das eben auch mit dem Sudan gemacht. Es ist mittlerweile keinerlei Anspruch an Einhaltung der Menschenrechte, von Demokratieverständnis ganz zu schweigen, wenn es darum geht, Kooperationspartner zu finden. Ich hatte ja vorhin schon beschrieben, wie rechtswidrig es wäre, als europäisches Schiff oder als europäische Grenzschutzbehörde Boote aus internationalen Gewässern nach Libyen zu schleppen. Und aus diesem Grund beobachten wir Frontex täglich dabei,
wie sie diese Positionen an die Libyer weitergeben. Bei den Libyern ist es ganz häufig so, dass das eine Lotterie ist, ob sie erreichbar sind oder nicht. Wir haben etliche Aufzeichnungen von Flugzeugen, Moonbird, Seabird, die Flugzeuge von Sea-Watch, aber auch von Pilot Volontaire oder anderen NGOs, die in der Luft unterwegs sind, die Notrufe Richtung Libyen schicken, weil Menschen gerade unmittelbar jetzt unter ihnen dabei sind zu ertrinken. Libyen reagiert nicht. Wir haben Zuständigkeiten von Malta und Italien. Das Rettungsgebiet vor der libyschen Küste ist in Search and Rescue Areas eingeteilt, in maltesischer und italienischer Zuständigkeit, die häufig überhaupt nicht reagieren. Beim letzten Einsatz ist an Bord des Rettungsschiffes Sea-Watch 5 ein 17-Jähriger verstorben, der nach der Rettung schon in kritischem Zustand war. In der Regel werden sehr kritische Fälle dann irgendwann von Italien oder Malta evakuiert. Dieses Mal hat keiner reagiert, man hat sich geweigert, ihn von Bord zu holen. Er ist an Bord des Rettungsschiffes verstorben. Ganz häufig werden Notrufe ignoriert oder die Positionen an Libyen weitergegeben. Und das ist nichts, was überrascht. Wir haben gesehen, wie die Performance beim Türkei-Deal aussah. Das sind keine Geheimnisse. Griechenland ist mehrfach zu Schadensersatzzahlungen, was an sich schon schwierig ist, es so zu nennen, Schadensersatz, wenn Menschen erschossen werden von Grenzbeamten, von Küstenwachmitgliedern der Hellenic Coast Guard. Griechenland ist mehrfach schuldig gesprochen worden am Tod Geflüchteter und hat Schadensersatz zahlen müssen. Die Türkei ist bei den illegalen Pullbacks und von der griechischen Seite Pushbacks beobachtet worden. Das ist die Performance, die die Europäische Union einkauft. Egal ob jetzt in der Türkei, in Libyen oder im Sudan. Also es ist durchaus bewusst, mit welchen Mitteln der Auftrag umgesetzt wird. Und es gibt massenweise Belege für diese Rechtsbrüche. Davon findet sich aber in dem aktuellen Gesetzesentwurf nichts. Im Gegenteil, es wird als Erfolg in der Migrationspolitik verkauft. Ja, wie gestaltet sich das denn rechtlich aus, wenn man das eigentlich weiß, was es da auch für Menschenrechtsverletzungen gibt? Ja, ich brauche einen kleinen Moment. Ich werde jetzt kurz was dazu sagen, wie diese Abkommen, die ja keine völkerrechtlichen Abkommen oder EU-Abkommen sind, zumindest vom EuGH so im EU-Türkei-Deal nicht befunden wurde. Dazu werde ich als zweites was sagen. Und am Anfang möchte ich aber über die Verknüpfung von Grenzverfahren, der Prüfung des Zulässigkeit des Asylantrags, was Clara vorhin völlig zu Recht noch ergänzend hinzugefügt hat. Das wollte ich jetzt hier an der Stelle nochmal aufmachen und dann anschließend auf die Nichtigkeitsklage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu sprechen kommen und hoffentlich so die Fragen beantworten. Ja, bevor ich das aber tue, noch eine kurze Ergänzung zur Fiktion der Nichteinreise, die Clara ja auch völlig zu Recht angesprochen hat. Diese Fiktion der Nichteinreise ist aber was uns hier in Deutschland sehr gut bekannt ist, und zwar aus dem Flughafenverfahren. Und hier ist zunächst festzuhalten, dass es enge Voraussetzungen gibt, die auch das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, wie überhaupt so eine Fiktion der Nichteinreise und die Durchführung des Asylverfahrens am Flughafen überhaupt grundrechtskonform auf Grundlage der Einschränkungen, die da stattfinden, gerade auch der Freiheit der Person, dass es eben keine Haft ist, wie das ausgestaltet sein muss. Wir haben das uns auch mal vor Ort angeguckt. Also das sind Zäune, es ist alles in einem Komplex. Es sind unglaublich viele SozialarbeiterInnen pro schutzsuchende Person da. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Erstnahme auf eine Einrichtung in Gießen und wie da die Situationen sind. Also sprich, es muss ein unglaublicher Aufwand betrieben werden für maximal 19 Tage, um das überhaupt irgendwie verfassungskonform auf deutschem Boden stattfinden zu lassen. Diese beschleunigten Verfahren, Grenzverfahren, die mit der Asylverfahrensverordnung also Anwendung finden können also so auch in der Transitzone am Flughafen Frankfurt zum Beispiel zur Anwendung kommen. Und wie das mit dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Einklang zu bringen ist, ist mir persönlich eine Frage. Ich würde das eher ablehnend so sehen, das tun auch andere, und das auch materiell als Haft einordnen, genau mit
Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH, aber auch des EGMR. So, jetzt zu dieser Zusammenarbeit. Ja, diese Zusammenarbeit findet ja ganz bewusst statt, um Asylverfahren zu externalisieren, also keine Prüfung des Asylverfahrens mehr in der EU stattfinden lassen zu müssen. Und so ist dann eben verknüpft, dass die Zulässigkeit im Grenzverfahren geprüft wird und innerhalb dieses Grenzverfahrens dann geprüft wird, hat eine Einreise aus einem sicheren Drittstaat stattgefunden. Ja, und wie sehen jetzt die Voraussetzungen aus? Ein sicherer Drittstaat kann ein Staat sein, der die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert hat und wo sie zur Anwendung findet. Schön und gut. Das wurde jetzt aber erheblich ausgehebelt. Und zwar ist jetzt keine Ratifizierung mehr notwendig. Es ist dann Voraussetzung, das vier Voraussetzungen, die da in diesem Verordnungsentwurf, der ja nur ein Verordnungsentwurf ist, wir müssen mal gucken, was uns da letztlich dann präsentiert wird, aber dass es gestattet ist, der Person im Hoheitsgebiet zu verbleiben, sie ausreichende Existenzmittel zur Sicherung ihrer Gesamtsituation hat, eine medizinische Notfallversorgung ist und ein Zugang zur Grundschulausbildung besteht. Diese einzelnen Voraussetzungen sind auch noch müssen erheblich kritisiert werden, alleine schon, wie überhaupt diese ausreichenden Existenzmittel hier mit der Gesamtsituation des Drittstaats überhaupt in Verbindung zu setzen sind. Denn sie werden nichts daran ändern, dass trotzdem extreme Armut und Fluchtgründe bestehen, um dann eben trotzdem nicht in diesem Drittstaat in Sicherheit zu sein. Sprich, trotz Erfüllung dieser Voraussetzung kann man nicht von einem sicheren Drittstaat reden. Und jetzt kommt eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte, und zwar, dass in dem Moment, in dem eben eine Vereinbarung vorliegt, wodurch die einschlägigen internationalen Standards, was das ist, außer die Genfer Flüchtlingskonvention, ist ein Rätsel, und unter uneingeschränkter Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung, den Clara heute auch schon zu Recht oft betont hat, also das Non-Refoulement-Gebot. Das muss in der Vereinbarung geregelt sein. Und dann braucht die Person, die sich da im Grenzverfahren befindet und über deren Zulässigkeit des Asylantrags befunden wird, braucht kein Verbindungselement mehr. Sprich, weitere Voraussetzungen sind dann eben nicht mehr erforderlich. Und hier sieht man ja eben, dass das in eine rechtliche Form gegossen wird oder beziehungsweise die Externalisierung hier ganz bewusst mit diesen Abkommen und den Vereinbarungen in Zusammenhang steht. Das war mir nochmal wichtig, das zu erklären, wenn da Zurückfragen bestehen, gerne. Wichtig ist aber, dass diese Abkommen eben in einem demokratischen Rechtsstaat sowohl der Kontrolle der ParlamentarierInnen als auch der Justiz unterstellt sein müssen. Und das ist eben gegenwärtig nicht der Fall. Was man alleine schon an dem EU-Türkei-Deal sieht, der eben als Vorbild für weitere Abkommen jetzt dient. Und zwar ist erstmal für Abkommen, die im Namen der EU geschlossen werden, der Rat zuständig der EU. Und zwar nicht der Europäische Rat, nicht Olaf Scholz und andere Regierungschefinnen, sondern der Rat der EU, also auf Ministerebene. Und vor allem ist sich dann auch erstmal anzugucken, liegt überhaupt ein Rechtsakt der EU vor? Und das war eben strittig innerhalb dieser Nichtigkeitsklage, die da vor dem Gerichtshof dem Gerichtshof der EU vorlag. Und das hat der Gerichtshof der EU aber abgelehnt, und das aus nicht nachvollziehbaren Gründen und auch entgegen seiner eigentlichen Rechtsprechung. Denn bei so einer Vereinbarung ist zu gucken, was steht da überhaupt inhaltlich drin. Da kommt es nicht auf den Kontext, da kommt es nicht auf die Form an. Also wer hat da unterschrieben, welcher Stempel steht drauf etc. Denn der Gerichtshof hat am Ende gesagt, es läge angeblich eine Vereinbarung von den Mitgliedstaaten vor und nicht von der EU. Aber wenn man sich anguckt, was steht in der Vereinbarung, naja, da geht es um die Rücknahme, um die Zurückhaltung von Geflüchteten, da geht es um den Zugang zu Asyl. Und das Asylsystem, wir haben es ja vorhin schon gesprochen, ist maßgeblich durch die Europäische Union geregelt und vollständig harmonisiert. Also ist das ein Regelungsgegenstand, der alleine in die Zuständigkeit der Union fällt, sprich, da können die Mitgliedstaaten in eingeschränkter Weise tätig werden. Aber hier hätte es gute Gründe gegeben, um zu sagen, es liegt ein Rechtsakt der EU vor. Naja, und das zeigt eben, dass das Gericht bewusst darüber nicht entscheiden wollte. Und diese Zurückhaltung hier bei der gerichtlichen Kontrolle ist eben unglaublich gefährlich, weil in dem Moment, in dem verfassungsrechtliche Zuständigkeiten und Verfahrensregeln schon nicht über deren Rechtmäßigkeit entschieden werden kann, ohne überhaupt zu gucken, ist es mit menschenrechtlichen Standards vereinbar, gibt den politischen AkteurInnen natürlich die Möglichkeit und einen Freifahrtschein weiterzumachen. Also sprich, ist es eine Motivation, scheinbar
rechtsfreie Räume zu nutzen und weiter Munter-Abkommen abzuschließen. Ich hoffe, das hat einen kleinen Einblick gegeben. Ja, danke. Es können gleich auf jeden Fall noch Nachfragen gestellt werden. Ich hätte tatsächlich dazu auch noch eine. Ich komme zur dritten Runde und so ein bisschen auch so zu einem Ausblick, den ich gerne mal von euch hören wollen würde. Wie kann denn eine Asylpolitik ausgestaltet sein, die ihren Fokus wieder mehr auf Menschenrechte setzt, als das, was wir jetzt gerade erleben? Ja, ich habe schon gerade aus dem Publikum gehört, das ist eine sehr gute Idee. Oder es ging um die Öffnung des Fensters. Aber ich finde auch, die Asylpolitik mit dem Fokus auf Menschenrechte auszugestalten, ist auch eine sehr gute Idee. Und sie muss das auch, also aus politischen und rechtlichen Gründen. Aber zunächst ist erstmal für so eine Fokusverschiebung notwendig, dass die Akteurinnen der EU überhaupt ihre Verantwortung für eine menschenrechtsbasierte Asylpolitik erfüllen wollen. Ohne diesen politischen Willen funktioniert es nicht. Und wichtig ist eben, dass eine Asylpolitik nicht nur realistisch sein muss, wie es ja jetzt gerade verkündet wird, obwohl sie nicht realistisch ist und sich nicht an Fakten orientiert, sondern sie muss auch ein demokratisches und menschenrechtliches Gegenmodell zur populistischen Abschottung bieten. Das wurde ja heute auch schon oft gesagt. Ja, diese Asylpolitik, die an Menschenrechten ausgestaltet ist, hat eben eine enorme Bedeutung für die Werte der Europäischen Union und für ihr verfassungsrechtliches Fundament. Denn die Werte, auf die die EU sich gründet, ist die Achtung der Menschenrechte. Und wenn sowas passiert, sowas in Rechtsform gegossen wird, dann sieht es ziemlich schlecht aus für die europäische Integration und vor allem auch für die Zukunft der EU. Und man kann sagen, der EU-Türkei-Deal hat nichts an dieser Entwicklung geändert. Man wollte Orbán und Co. zurückhalten und jetzt 7 Jahre später sieht man aber, was man damit angerichtet hat. Ganz im Gegenteil, jetzt ist Meloni zusammen mit Ursula von der Leyen in Tunesien und schüttelt die Hände von Diktatoren. Ja, dieser menschenrechtliche Fokus ist aber eben ganz klar in den Verträgen angelehnt. Und das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es eben um den politischen Willen geht, was man daraus macht, was man vorliegen hat. Und zwar alleine die Norm, in der die europäische Asylpolitik verankert ist. Artikel 18 Grundrechtecharta, das Recht auf Asyl, da wird ganz klar Bezug genommen auf die Genfer Flüchtlingskonvention, auf einschlägige Menschenrechtsverträge. Alle sonstigen einschlägigen Menschenrechtsverträge. Da hat der EuGH erst im Januar entschieden, dass die UN-Frauenrechtskonvention zu berücksichtigen ist, wenn Frauen häusliche Gewalt erleben und so als soziale Gruppe eingestuft werden können, die dann eben eine Flüchtlingseigenschaft bekommen können. Also sprich, es sind Anknüpfungspunkte da. Und enorm wichtig ist, dass der EuGH auch seine Rolle hier als Gerichtshof, der über die Rechtmäßigkeit und über die Vereinbarkeit mit Menschenrechten auch zu entscheiden hat. Jetzt gerade mit der GS-Reform werden wir gucken, das sind auch maßgeblich Verordnungen, die da vorliegen, was da den EuGH erreichen wird. Aber was ich ganz bezeichnend fand, war letztes Jahr in einem Urteil gegen Ungarn, wo es um die Voraussetzung ging, vorher in der ungarischen Botschaft, sich als Asylsuchend zu melden, bevor man in Ungarn überhaupt ein Asylverfahren durchlaufen kann. Da hat der EuGH nur in einem Nebensatz, ohne das groß aufzublähen, Bezug genommen auf Artikel 18, dass das Recht auf Asyl unverhältnismäßig einschränken würde, ohne das näher auszugestalten. Aber das sind Anknüpfungspunkte, die wir in der Rechtsprechung sehen, auch durch die Inbezugnahme der UN-Frauenrechtskonvention. Hoffentlich merkt der EuGH, dass der Wind stürmischer wird und dass er viel vor sich hat. Ja, was man noch so tun könnte, man könnte eben die Grundlage in den Verträgen nennen. Wir haben die Anwendung der vorübergehenden Schutzgewährrichtlinie ja zum Beispiel auch gesehen im Fall von UkrainerInnen, die geflohen sind, die kein Asylverfahren durchlaufen müssen. Solche Verfahren anzuwenden, ist nicht auf bestimmte Länder reduziert. Also sprich, man könnte auch solche Verfahren nutzen, um einen sicheren und schnellen Zugang zu Schutz zu ermöglichen. Die EU könnte zum Beispiel auch eine Regularisierungsrichtlinie erlassen, auf der Grundlage, die sie hat, den illegalisierten Aufenthalt zu klären, beziehungsweise ihn in die Legalität zu holen. In ihrem Außenhandel müsste die EU natürlich auch stärker darauf fokussiert sein, Fluchtursachen zu bekämpfen. Jetzt erst vor wenigen Wochen fand ja eine Veranstaltung zum Lieferkettengesetz statt. Das sind so Dinge, die auch in den Fokus rücken müssen und dass ein Verständnis dafür bestehen muss, dass
komplex, dass es ein Feld ist, in dem Gründe miteinander zusammenhängen. Und vor allem, last but not least und mit einer der wichtigsten Punkte, es müssen legale Fluchtwege geschaffen werden. Sprich, es geht auch um Resettlement etc., also sprich Menschen auch Austrittsstaaten sicher in die EU zu holen. Da passiert zu wenig, da gibt es aber Grundlagen und da muss am Ende des Tages ein politischer Wille zu bestehen. Ja, vielleicht kurzer Werbeblock an der Stelle. Zu der europäischen Lieferkettenrichtlinie gibt es ein YouTube-Video noch der RLS. Da haben wir in Gießen eine Veranstaltung zugehabt, aber da komme ich auch später nochmal drauf zurück und gebe euch die wichtigsten Informationen. Man hört, also ich mache ja selbst gerade im Moment auch Europawahlkampf und mir wird doch schon sehr oft auch vorgeworfen, die Linke hätte keine Lösung für den Umgang mit Menschen auf der Flucht. Und da wäre so die Frage, Clara, was haben wir denn für Lösungen in unserer Partei und was wollen wir denn auch auf europäischer Ebene als Linke verändern? Danke für diese wichtige Frage. Und wenn ich höre, die Linke hätte keine Lösung, dann stelle ich mir die Frage, ist denn dieses GEAS eine Lösung? Aus meiner Sicht ist nämlich das, was jetzt das GEAS ist, und das soll ja quasi am 11. April beschlossen werden, ist gerade keine Lösung. Und ich möchte da nochmal so ein bisschen an das anknüpfen, was Nathalie auch gesagt hat. Es ist, und das ist aus meiner Sicht immer nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, es ist kein Naturgesetz, dass wir entrechtende Verordnungen beschließen müssen. Es ist kein Naturgesetz, dass man sich entscheiden muss, Menschen zu inhaftieren auf irgendwelchen Inseln, wo es keine Infrastruktur gibt. Es ist kein Naturgesetz. Es gibt keinen Grund, warum wir dieses GEAS so beschließen müssen. Es ist das Ergebnis und das Einknicken gegenüber rechten, populistischen Thesen und es läutet die autoritäre Wende in der gesamten Europäischen Union ein. Wenn wir nämlich anfangen, Sonderrecht von bestimmten Menschengruppen, und hier geht es um Schutzsuchende, wenn wir immer mehr Sonderrecht schaffen, das wird nicht bei den Schutzsuchenden Halt machen. Das Sonderrecht wird jetzt schon für Bürgergeldempfänger gefordert. Das ist ein wesentlicher Bruch mit den Grundsätzen von Recht, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Und das wird auch nicht bei den Gruppen aufhören. Und deshalb, und das ist auch für uns als Linke ganz wichtig, dass wir diese Erkenntnisse vor uns hertragen. Der Kampf für die Rechte von Schutzsuchenden ist ein Kampf ums Recht für alle und ums Recht als solches. Und deshalb müssen wir diesen antreten. Geflüchtete Schutzsuchende brauchen genau die gleichen Dinge wie andere Menschen, die schon lange hier leben. Und man muss dazu auch sagen, Europa war immer schon eine Region, in der es Zuwanderung, Einwanderung gab. Schutzsuchende brauchen auch Kitas, die brauchen Schulen für ihre Kinder, öffentlichen Nahverkehr. Entschuldigung. Ja, gerade irgendwie hier. Hört man mich noch? Hört man mich noch? Wir hören mich noch. Okay, gut. Ich hatte gerade irgendwie eine Netzstörung. Sie brauchen gute Arbeit, tarifliche Bezahlung, Mitbestimmung. Und deshalb sagen wir als Linke, weil wir das gute Leben eben für alle fordern, wir müssen insgesamt für eine gute kommunale Infrastruktur streiten, die eben allen zugutekommt. Und von diesen Begrenzungsdiskursen, von dieser ausschließenden Politik wegkommen und für gleiche Rechte eben für alle streiten, die Hierarchisierung von Rechten und Lebenschancen entlang des Aufenthalts. Und das hat ja auch Nathalie am Anfang gesagt, es gibt halt sehr viele verschiedene Aufenthaltsstatus und das ist schon ein Problem, dass man da so sehr unterscheidet zwischen verschiedenen Menschengruppen und das führt einfach zu einer Hierarchisierung, das führt auch dazu, dass unterschiedliche Lebenschancen eben sich entwickeln und da sagen wir als Linke, es darf nicht Maßstab linker Politik sein und gleichzeitig ist es aber notwendig,
Also wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen, die hierher kommen, ordentliche rechtliche Umstände bekommen, also dass sie gleich behandelt werden, also wie alle Menschen, die in Deutschland leben. Das ist das eine. Und gleichzeitig müssen wir aber über Fluchtursachen sprechen und darüber uns auch ernsthafte Gedanken machen. Denn eins ist klar, solange wir kriegerische Auseinandersetzungen in der Welt haben, solange werden sich Menschen natürlich auch auf den Weg machen und fliehen. Das ist keine Frage. Dass Menschen vertrieben werden und ihr Land und ihre Lebensgrundlage verlieren, vor Krieg fliehen müssen, das hat eben auch handfeste Ursachen, die sehr häufig auch mit den Machenschaften und Interessen von reichen Industriestaaten zusammenhängen. Stichwort zum Beispiel auch Türkei, das hatten wir schon angedeutet, aber auch der Land- und Ressourcenraub mit den Folgen des Klimawandels eben halt auch durch und dann auch Waffenlieferungen in Konflikte, in angeheizte Konflikte, in denen große Verwerfungen bestehen und dann aber natürlich auch insgesamt, dass der globale Kapitalismus das ja auch verursacht hat, beziehungsweise auch hervorgebracht hat. Und es wäre eben halt eine komplette Illusion zu glauben, dass man kann Fluchtursachen im bestehenden kapitalistischen System eben erfolgreich bekämpfen oder einfach beseitigen. Also man kann nicht einfach die Schotten dicht machen und denken, dann ist das Problem beseitigt. Trotzdem müssen wir mehr darüber sprechen und die politischen Zusammenhänge vermitteln und die Verantwortlichen angreifen, weil Geflüchteten-Solidarität, und das wird ja häufig so abgetan, das ist eben kein Charity, sondern das ist ein harter politischer Kampf. Es ist auch ein Klassenkampf. Und wir müssen diesen Kampf verbindend führen. Wir müssen uns für die Rechte von Geflüchteten einsetzen, genauso wie für die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern. Weil am Ende des Tages ist die Person, die kommt, ein iranischer Arbeiter, der fliehen musste, weil er dort im Generalstreik sich beteiligt hat. Und nur ein Beispiel, nochmal, um auf die Türkei zu kommen. Das wichtigste Herkunftsland von Geflüchteten ist die Türkei und das ist einer der engsten Verbündeten von Deutschland, der EU und aber auch der NATO. Und die Türkei führt völkerrechtswidrige Kriege im Nordirak, in Nordsyrien, unterdrückt brutal insbesondere die kurdische Opposition. Wir haben es jetzt erst gerade gesehen bei den Kommunalwahlen in der Türkei, was da los ist. Fluchtursachen bekämpfen heißt eben auch Solidarität mit der kurdischen Befreiheitsbewegung zu üben, Druck aufbauen gegen den EU-Türkei-Deal. Und aber auch die Waffenlieferungen müssen natürlich gestoppt werden. Und als Vorschlag, Kampf gegen Abschottung und Geflüchtetenrechte muss letztlich eben auch ein Kampf für eine andere sozialistische Gesellschaft sein. Und das genau auch auszubuchstabieren, ist eine Aufgabe, die wir als Linke natürlich machen. Und das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, aber da sind wir dabei. Ja, und dann von meiner Seite aus die letzte Frage, weil wir sind ja auch der lange Arm der Aktivistin ins Parlament. Was braucht die Seenotrettung, damit wir endlich das Sterben auf dem Mittelmeer beenden? Ja, zum Thema Fluchtursachen bekämpfen und sichere Fluchtwege wurde von meinen Vorrednerinnen genug gesagt. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist die staatliche Seenotrettung. Die spannende Frage, warum müssen wir das tun? Warum müssen wir Menschen seit nunmehr fast 10 Jahren aus dem Wasser ziehen, dafür unsere Inhaftierung riskieren? Abgesehen von den ganzen persönlichen Konsequenzen ist das nicht so, dass wir das total gerne machen möchten. Es ist staatliche Aufgabe und ich hätte gerne, dass die auch von staatlichen Akteuren übernommen wird. Wir wären sehr, sehr gerne überflüssig da draußen. Was ich noch dringend mir wünschen möchte von euch allen, ist, dass dieser Diskurs mal ein wenig geändert wird. Wir haben jetzt mehrfach schon den Rechtsruck angesprochen. Der geschieht ja nicht von selbst. Und das Problem es wird immer so schön mit den Namen von Naturkatastrophen bezeichnet, ne? Die Flüchtlingskrise, Flüchtlingsstrom, Flüchtlingswelle, Flüchtlingspanik machen,
Dieser Diskurs wird parteiübergreifend geführt. Gerade jetzt im letzten Wahlkampf gab es keine Partei, die sich dieses Diskurses nicht angeschlossen hat. Und vielleicht kann man sich nochmal in Erinnerung rufen, dass von den um die 115 Millionen Menschen, die weltweit fliehen, über 65 Millionen in ihren Heimatländern fliehen, dann nochmal 2/3 in Nachbarländer. Vielleicht kann man einfach mit dem Mythos aufräumen, dass alle Flüchtenden auf direktem Weg nach Europa wollen. Denen ist sehr bewusst, wie groß das Risiko ist, tot auf dem Meeresgrund zu landen. Und solange wir aber in Panikmache auf das nächste Flüchtlingsboot schauen, schauen wir halt auch bei den anderen Schweinereien nicht so genau hin. Ob das jetzt wirtschaftliche Skandale sind, Waffenskandale, Korruption, selbst im eigenen Land, diese Panikmache, auch medial geschürt, führt dazu, dass dieser Rechtsruck immer mehr zur Legitimation einer Abschottungspolitik wird. Und das muss dringend geändert werden. Danke. Danke. Danke, Sandra. Genau, wir hätten jetzt auf jeden Fall noch mal so 20 Minuten, um Fragen entgegenzunehmen. Über welches Mikro müssen die denn gestellt werden, dass Clara die hört? Du schreibst sie rein? Okay, top. Also, wenn ihr eine Frage habt, wäre es ganz cool, wenn ihr sagt, an wen ihr sie richtet. Ja, damit wir wissen, ob wir mitschreiben müssen, beziehungsweise schreibt sie am besten einfach alle rein. Genau. Jetzt müssen wir gucken, dass ich hier ein bisschen durchkomme. Bitte schön. Ja, danke an alle für die diversen Eindrücke. Ich habe einen Lesetipp und eine Frage. Der Lesetipp ist von einem Marburger, der über seine Erfahrungen im Mittelmeer eine Graphic Novel geschrieben hat, also ein Comic als Roman. Der war bei Sea-Watch aktiv, ist er auch immer noch. Adrian Purveza heißt der und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Schimmern der See, wo nochmal ziemlich gut aufbereitet ist, was Sandra auch berichtet hat, wie diese Flucht aussieht, wie schrecklich die libysche Küstenwache unterwegs ist, wie das zusammenhängt mit Frontex. Also wer da weiterhin Interesse hat, das ist da sehr gut und mitreißend und auch sehr tragisch aufbereitet als Lesetipp, Das Schimmern der See. Und jetzt meine Frage, ich weiß nicht genau, wer sie am besten berichten kann, deswegen allgemein gestellt, wie würden sichere Fluchtrouten genau aussehen? Was bedeutet das konkret? Was würde Schritt für Schritt mit Menschen passieren, die zum Beispiel in Griechenland ankommen? Was wären die ideellen Schritte, um sie hier sicher nach Deutschland zu bringen und hier zu integrieren? Ja, danke schön. Ich glaube, die geht schon Richtung Sandra, würde ich sagen. Wenn es geht, ein bisschen schneller antworten, damit wir halt auch mehr Fragen zulassen können. Ja, eine der Hauptforderungen ist ja als Slogan bekannt, Ferries statt Frontex. Warum kann man nicht in Griechenland eine Fähre besteigen und hierher kommen und seinen Antrag stellen, wie auch immer das Ergebnis aussehen mag. Aber Flugzeuge, Fähren, der Landweg, alles, was das Leben nicht gefährdet, weil was aktuell gemacht wird, ist ja die Anzahl der Anträge dadurch minimieren, dass ein erheblicher Teil umkommt unterwegs. Ja, was eben extrem wichtig ist und was so ein bisschen die Gretchenfrage auch des Flüchtlingsrechts ist, es gibt ein Recht auf Asyl, es gibt aber kein Recht auf Einreise. Also es braucht unbedingt humanitäre Visa zum Zwecke der Asylantragstellung. Also das auch noch ergänzend und vor allem könnte man auch jetzt schon Möglichkeiten, die es gibt, zum Beispiel Resettlement etc. auch nutzen. Das vielleicht noch als beides. Vielleicht hat Clara auch noch was? Ich kann auch noch ergänzen, was glaube ich ganz wichtig ist, ist, dass Menschen, also zum einen, wenn sie ankommen, dass sie dezentral untergebracht werden, nicht in irgendwelchen entrechtenden Lagern in der Peripherie. Es ist übrigens so, diese Zentren gibt es ja auch in Deutschland, die nennen sich Ankerzentren. Diese Ankerzentren sind teurer als eine dezentrale Unterbringung. Dazu haben wir auch schon mal eine Frage gestellt. Das heißt, dieses Argument von Kosten, was immer eingeführt wird, ist absolut, absolut falsch.
Im Gegenteil, dezentrale Unterbringung ist günstiger, es ist viel menschenwürdiger. Deshalb plädieren wir auch als Linke dafür. Des Weiteren, wenn es darum geht, Menschen zu verteilen, also ich meine, das Ersteinreiseprinzip ist einfach ein Prinzip, was weder den Mitgliedstaaten gegenüber irgendwie solidarisch ist, noch den Menschen. Die Menschen haben meistens Bezüge in Mitgliedstaaten. Vielleicht haben sie sogar studiert, bevor sie geflohen sind, in einem Mitgliedstaat. Sie haben Freunde. Das ist aber nicht entscheidend für die Zuständigkeit. Das gilt nur die Kernfamilie, nur bis man 18 ist. Das entspricht überhaupt nicht einer Lebensrealität von irgendwelchen Menschen. Und ihr werdet mir alle zustimmen wahrscheinlich im Raum, dass eure Lebensrealität auch anders war. Und deshalb, man muss an die Lebensrealität der Menschen ran, man muss Menschen einbeziehen. Und was ganz wichtig ist, braucht subjektive Rechte. Subjektive Rechte, die einklagbar sind. Auch das ist nicht Gegenstand der GEAS-Reform. Sind nur so wenige Punkte. Es müsste natürlich noch ganz viel diskutiert werden. Und wir können auch gerne mal über Cassé sprechen, der hat ein tolles Buch über offene Grenzen geschrieben. Das fände ich ist auch wichtig, dass wir eine Vision auch natürlich vorantragen, in uns tragen, weil was wir sehen, ist, dass das Grenzregime und die Grenzen, die wir sehen, die sind verantwortlich für das Sterben. Die sind unnatürliche Hürden, zum Beispiel, wenn wir auch in afrikanische Länder schauen, das sind unnatürliche Grenzen, die dort gezogen werden. Da sind beispielsweise, muss ich ein kurzes Beispiel nennen, dass es gibt Menschen, die mit ihrer Herde zum Beispiel einfach über Hügel laufen, weil dort das Gras ist. Und dann ist halt irgendwann dort eine Grenze gezogen worden. Und die Menschen haben diese Grenze einfach immer überschritten mit ihrer Viehherde, weil es dort eben keine Zäune gab. Und das ändert sich halt gerade. Und das ist einfach sehr unnatürlich. Also ich würde sagen, das, was passiert, was Menschen machen, ist natürlich die Grenzziehung, ist ein unnatürlicher Akt, ein entrechtender Akt. Und wir müssen das als Linke natürlich auch in Frage stellen. Danke. Ja, auch ich habe am Anfang einen kleinen Werbeblock. Für den Landkreis Marburg-Biedenkopf mache ich ja zur Asyl-, Migrations- und Flüchtlingssolidarität den Blog www.mittelhessischer-landbote.de. Wer den Blog abonnieren möchte und wöchentlich in das Netz der Flüchtlingsinitiativen hier im Landkreis und in der Stadt Marburg eingebunden werden möchte, der kann nachher auf mich zukommen. Es gibt dazu eine ganz einfache E-Mail-Adresse, über die man sich kostenlos anmelden kann. Kann man nach der Veranstaltung bei mir erfahren. Und das andere ist eine Frage vorwiegend an Clara, aber auch an die ganze Partei. Das Rausfliegen der Linken im Hessischen Landtag und die Spaltung der Bundestagsfraktion war für die Flüchtlingsarbeit so etwas, was man mit dem arabischen Wort Nakba bezeichnen könnte. Es war eine Katastrophe. Das heißt, wir wissen in Hessen jetzt nicht mehr, wie wir effektiv das Mittel der Petition an den Hessischen Landtag für Flüchtlinge aus Drittstaaten einsetzen wollen. Wir haben einfach keine Kontakte mehr. Der Blog von Thomas Höfeld, das war deine Verantwortung, der uns allen gezeigt hat, was man machen kann, der eine ganz wertvolle Orientierung für die Basisarbeit geboten hat, ist leider der Verkleinerung der Fraktion auf eine Gruppe offensichtlich zum Opfer gefallen. Ich habe nichts mehr in der letzten Zeit von ihm gelesen. Ich hoffe, dass es gelingt, vielleicht auch mit Hilfe der LS, das wieder auf die Beine zu stellen. Das heißt also, in der örtlichen Solidaritätsarbeit erwarte ich mir neben der Arbeit auf europäischer Ebene, die ja eindrucksvoll geschildert hat, praktische Unterstützung mit solchem Know-how, was in der Partei vorhanden ist und was wir mit örtlichen Initiativen zusammenbringen müssen. Dankeschön. Willst du dazu kurz was sagen, Clara, zu dem Blog? Ja,
Also natürlich ist es eine Riesenkatastrophe, dass die Linke nicht mehr im Hessischen Landtag ist. Es wäre auch eine Riesenkatastrophe, wenn die Linke nicht mehr im Bundestag ist, weil wir tatsächlich sehr eng mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und kleine Anfragen stellen, auf Dinge aufmerksam machen. Gleichzeitig muss man sagen, dass auch die Linke von innen bekämpft wurde, ganz lange. Stichwort Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht hat ja sehr lange daran gearbeitet, die Linke zu demontieren. Aber die Linke wird natürlich auch von außen angegriffen. Also wir sehen das ja sehr häufig auch, dass zum Beispiel Informationen werden gerne quasi, also wenn man von der Linken profitieren kann, merke ich auch, in manchen Stellen ist man da sehr bereit, aber zu sagen, hey, öffentlich zu pushen, die Linke muss im Landtag sein und die Linke muss im Bundestag sein, das ist dann wiederum etwas, das ist, das kann man jetzt auch, kann dann auch den Parteien der Partei vorwerfen, dass sie es nicht schafft, da irgendwie mehr Solidarität herzustellen oder ähnliches. Ich kann das für meinen Bereich jetzt nicht sagen. Also ich arbeite sehr eng mit der Zivilgesellschaft und die Zivilgesellschaft verweist auch sehr häufig darauf, auf meine kleinen Anfragen. Aber insgesamt ist der Angriff, der auch gegenüber, also Linken, auch in den letzten Jahren stattgefunden hat, also von innen selber durch Wagenknecht und Co., aber auch von außen dafür zu sorgen oder zu versuchen, dass die Linke halt nur als gespaltener Haufen dasteht, obwohl auch in den vergangenen Jahren sehr viel gute Arbeit in Bereichen gemacht wurde, liegt es natürlich auch an der Linken, dass man das nicht geschafft hat zu überwinden. Und da ist man jetzt in der Katharsis und in der Hoffnung, dass man quasi gestärkt, also mit starken Strukturen nach innen und mit klaren und deutlichen Botschaften nach außen tritt. Das ist auch etwas, wofür ich stehe. Und ich denke, wir müssen als Linke versuchen, also ich mache das ja auch nicht zu meinem Zweck, sondern wir vertreten die über 2 Millionen Leute, die uns gewählt haben. Und die haben genau die Position, nicht nach rechts zu gehen, stabil zu bleiben, sich für Menschenrechte einzusetzen. Das sind die Menschen, die haben uns gewählt. Und es ist ein Mythos, den Sarah Wagenknecht auch regelmäßig aufrechterhalten hat, dass man da irgendwelchen Leuten hinterherrennt, die uns eh nie wählen würden. Das ist aus meiner Sicht hanebüchen. Und ich kenne auch keine Lifestyle-Linken, sondern alle Leute, die ich kenne, die geben ihren letzten Cent und Pfennig noch für irgendwelche, für Menschen, die geflohen sind und stellen ihre Wohnung zur Verfügung. Und ich glaube, auch das hat aber trotzdem natürlich auch der Linken in gewisser Weise geschadet. Das ist jetzt hoffentlich vorbei und ich hoffe, dass wir da vorangehen können. Und ich versuche, also ich kenne ja viele Leute auch in Hessen. Wir haben sehr gut mit Hessen zusammengearbeitet in Flüchtlingsfragen. Also Alena ist ja auch, hat da auch gearbeitet, ist super wichtig. Und wir versuchen das auch fortzusetzen und hoffen, dass es dann beim nächsten Mal wieder klappt. In diesem Sinne, wenn da irgendwelche Sachen sind aus Hessen, also gerade jetzt aus Hessen, die ihr auch auf Bundesebene adressieren wollt, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden oder es irgendwas gibt, was wir da tun können von Bundesebene. Es geht nicht bei allen Sachen, weil viele Sachen sind Länderzuständigkeit. Aber wenn es da was gibt, stehe ich natürlich auch gerne zur Verfügung. Ja, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht nochmal genau eine Frage von der Frau auch nochmal, dass wir ein bisschen im Wechsel sind, weil wir quotieren ja bei der Linken. Ich lasse noch eine Frage zu, tut mir leid. Vielleicht können wir im Nachgang nochmal zumindest mit den Menschen, die noch hier sind, wir sind noch kurz da, nochmal Fragen beantworten, weil wir sind sonst zu, genau, und wenn es geht, schnell. Ja. Es geht schnell. Ich möchte eine Aktion ankündigen. Es gibt seit Anfang des Jahres eine Anti-GEAS-Gruppe in Marburg. Einige von denen sitzen auch hier unter uns. Ich hoffe, es ist euch recht, wenn ich das jetzt ankündige. Also wir haben hier von der Seebrücke Beteiligte von der Linken, von Amnesty International und von den Falken. Und ich selber bin von der Initiative 200 nach Marburg, eine lokale Flüchtlingsinitiative, die Auswärtigen weniger bekannt ist. Am 11.04. Donnerstag, nächste Woche, das heißt heute genau in einer Woche, wollen wir auf dem Rathausmarkt um 18 Uhr
die Menschenrechte und das Asylrecht symbolisch mit einer Trauerfeier zu Grabe tragen. Und dazu lade ich alle herzlich ein, dazu zu kommen, das zu unterstützen. Es ist derselbe Tag, an dem auch, das hat Clara Bünger nochmal gesagt, diese GEAS-Reform verabschiedet wird. Der 11.04., so kann man sich das ganz gut merken. Um 18 Uhr ist das angemeldet am Rathausmarkt. Das war schon. Danke. Dann würde ich gerade das Mikro nochmal zwei Stück nach hinten geben und dann können Sie noch schnell Ihre Frage stellen, wenn Sie möchten. Der Herr im grünen Hut. Ich möchte nur mal das Stichwort Anerkennung von Abschlüssen auf europäischer Ebene in die Runde werfen. Ich habe bei einem Inklusionsbetrieb gearbeitet mit vielen, die geflohen sind aus Syrien, aus Russland. Ja, und eine Mathematikprofessorin musste ihren Abschluss hier nochmal neu machen. Die hat einen ABL-Job gekriegt, weil sie nichts hatte, wo sie hier anknüpfen konnte. Das ist einfach nur mal nochmal ein Stichwort, was ich hier in die Runde werfen möchte. Super, ja, ich danke dir. Das hat ja auch was mit Integration zu tun und das haben wir tatsächlich auch, fordern wir das als Linke schon länger, dass wir Abschlüsse schneller anerkennen und dass wir vor allem auch bei der Jobsuche auch auf Abschlüsse achten und Leute nicht einfach in irgendwelche Arbeitsverhältnisse gesteckt werden, die vielleicht auch prekär bezahlt werden. Dann würde ich jetzt so langsam zum Ende kommen. Zuerst mal danke, dass ihr da wart. Und ich möchte noch mal kurz auf zwei Veranstaltungen auch hinweisen. Also noch mal ein kleiner Werbeblock. Wir haben heute ganz viele Werbeblocks. Am Montag haben wir noch eine Veranstaltung in Offenbach. Die beschäftigt sich nämlich genau mit der Frage, wie ist das denn, wenn wir jetzt hier angekommen sind und Geflüchtete hier in den Grenzen Europas arbeiten wollen. Nach außen abschotten, nach innen ausbeuten. Um 18 Uhr im Ostpol heißt das. Ich weiß, es ist ein bisschen Anfahrt, aber vielleicht, wenn nicht, auf dem YouTube-Kanal der RLS kann man die Veranstaltung dann nochmal nachschauen. Und in Witzenhausen im Rathaussaal am 12. April, Arif hat es am Anfang schon mal gesagt, auch um 18 Uhr beschäftigen wir uns mit der europäischen Klimapolitik. Auch das wird es auf dem YouTube-Channel der RLS geben. Und vielleicht möchte ich auch nochmal an den Kollegen hier vorne im roten Pulli anschließen. Wir nehmen ja keine Spenden an. Deswegen ist natürlich auch Wahlkampf für uns immer auch eine Sache des Geldes, auch in der momentanen Situation der Partei. Ich kann nur dazu aufrufen, uns mit Geld zu unterstützen, unseren Social-Media-Kanälen zu folgen, vielleicht auch im Kreisverband in Marburg selbst aktiv zu werden im Wahlkampf. Ich glaube, die können auch Unterstützung brauchen. Die sitzen hier am Tisch, wenn da irgendwer Interesse hat. Anna, vielleicht kannst du mal kurz Hand heben, dass man, aber ich glaube, man kennt dich auch. Genau. Helft uns gerne und dann kann ich vielleicht auch nochmal, wie Martin Schirrebahn das gesagt hat, die Freundinnen von Ursula von der Leyen gehen wählen, die Freundinnen von, ich glaube, Meloni gehen wählen. Ich weiß nicht mehr, wen er genau genannt hat. Wir müssen wählen gehen, wir müssen die Leute zum Wählen bringen, damit sie auch vor allem die Linke wählen. Und dass wir die EU nicht den Rechten überlassen, weil die haben den Kampf aufgenommen und die haben keinen Bock auf eine solidarische EU, sondern die haben Bock auf ein Europa der Vaterländer und auf eine noch schärfere Geflüchtetenpolitik. Genau, und dann würde ich jetzt das Abschlusswort nochmal an Arif geben, ist ja noch drin, und dich bitten, ein bisschen lauter versuchen zu reden. Mir obliegt jetzt, nachdem du auf die Veranstaltung hingewiesen hast, vielleicht nochmal mit Nachdruck, man kann sich die Veranstaltung, die wir bisher hatten, das war eben zur europäischen Austeritätspolitik und auch zum Lieferkettengesetz, diese Veranstaltung wird natürlich auch aufgezeichnet und die nächsten zwei auch, kann man sich auf den YouTube-Kanälen anschauen. Wenn Sie
ihr schon dabei seid, die Homepages der Stiftung anzuschauen, dann bitte ich auch noch die Publikationen, die wir dazu haben. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Veranstaltungen, die kann man sich da tatsächlich anschauen. Publikationen kann man sich dann auch bei uns bestellen. Also die liefern wir gerne auch natürlich kostenlos. Ich möchte abschließend ein herzliches Dankeschön sagen, Desira, an deinen unermüdlichen Einsatz. Wir haben mit dir eine gute Kandidatin in Hessen, die sich hervorragend, und das fiel ja hier schon mal, dass tatsächlich Migrationsasylpolitik auch Klassenkampf ist. Mit dir als Gewerkschafterin sind wir da gut bedient, und auch mit deinen Gebieten, mit denen du dich beschäftigst, wie zum Beispiel mit der Asyl- und Migrationspolitik. Insofern vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz. Du wirst auch die nächsten zwei Mal dabei sein. Und herzlichen Dank auch an die Panelistinnen. Clara, herzlichen Dank, dass du dabei warst, Sandra und auch Nathalie. Nun aber auch ein Dankeschön an die Leute, die man hier im Video auch vor Ort vielleicht nicht sieht, wie zum Beispiel Maurice, der steht hinter der Kamera. Ein herzliches Dankeschön für dich, für die Aufzeichnung, für die Vorbereitung der Veranstaltung. Ich habe vorhin kurz gesehen, ein Applaus wäre an der Stelle gut. Ich habe vorhin auch kurz Thomas durchs Bild gehen sehen. Auch Thomas, ein herzliches Dankeschön an dich, an meine Kolleginnen in Brüssel, die auch dafür gesorgt haben, dass eben diese Veranstaltung beworben wird, an Sophia und weiteren, die beteiligt gewesen sind. Selbstverständlich auch ein herzliches Dankeschön an die Gäste und an die Diskussion, die hier geführt worden ist. Für mich persönlich hat sich damit einiges geklärt. Und ich hoffe auch für die Gäste, die da gewesen sind. Und wir müssen natürlich den Druck aufbauen. Und der Druck kann aufgebaut werden in Zusammenarbeit mit Aktivisten, mit NGOs, aber auch natürlich mit linken Kräften im Europaparlament. Dankeschön und einen schönen Abend. Ja, dankeschön. Dann wünsche ich euch allen ein gutes Nachhausekommen. Bleibt gesund. Und danke, dass ihr da wart. Danke.